Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön sind Sie alle da. Mein Name ist Dominik Müller. Ich bin nicht verwandt mit dem Mike Müller. Und meine Aufgabe ist es, den heutigen Abend hier im wahrsten Sinn des Wortes über die Bühne zu bringen. Und zwar mit einem klaren Resultat am Schluss. Und einfach, dass wir es gerade von Anfang an richtig verstehen, es geht heute oben nicht um Sie. Ja? Sondern um die zwei, die jetzt hier gerade auf die Bühne kommen, um die Herren Jacobo und Müller. Aber soweit sind Sie ja sicher informiert, schließlich haben Sie dafür gezahlt. Aber Sie bekommen natürlich auch etwas zurück dafür, das ist ja klar. Es geht nämlich darum, die beiden Herren wieder an ein gewöhnliches Theaterpublikum anzuführen. Und darum machen wir das auch hier im Casinotheater und nicht in einem Fernsehstudio. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum machen die zwei das? Das ist ganz einfach, weil sie mühen. Die Schweizerische Darsteller- und Mimegesellschaft SDMG die verlangt nämlich von ihren Mitgliedern, die länger als 3 Jahre beim Fernsehen engagiert waren und jetzt wieder auf normalen Bühnen auftreten wollen, dass sie ihre eidgenössische Theaterlizenz erneuern. Das ist also so eine Art Reinheitsgebot der darstellenden Künste, könnte man sagen. Jetzt haben Sie vielleicht schon gehört, dass der Mike Müller und der Victor Jacobo ab dem Frühling mit dem Zirkus Knie werden auf Tournee gehen. Dazu sage ich nur, Sagmel ist nicht meine Kernkompetenz. Mir geht es ums Theater. Vielleicht haben Sie aber auch gehört, dass der Mike Müller bereits seit längerer Zeit mit einem Soloprogramm heute Gemeindeversammlung unterwegs ist. Für das hat er allerdings nur eine provisorische Betriebsbewilligung. Er muss jetzt also im Nachhinein seine eidgenössische Bewilligung noch definitiv erneuern. Vom Victor Jacobo weiss ich ehrlich gesagt nicht so genau, was er sonst noch vorhat. Man sagt, er plane eine grosse Romeo und Julia-Inszenierung mit sich selber in den beiden Hauptrollen. Ja, auf jeden Fall muss ich heute oben die Therapie hier durchführen, dass ich am Ende vom oben auch über die Lizenzerneuerung von diesen beiden Herren kann entscheiden kann. Und darum vielleicht noch schnell 2, 3 Worte zu mir. Mein Name ist, wie gesagt, Dominik Müller. Ich habe als Schauspieler und Regisseur meinen Arbeitsbereich als Plattform-Influencer erweitert und bin jetzt Stage-Personality-Coach. Mit einem Fokus auf Acting, Confidence Retrieval and Recipient Sensibility Training. Das ist ein ganz neues Fach, es kommt aus dem Angelsächsischen und wird da in der Schweiz von mir exklusiv praktiziert. Im Rahmen meiner Arbeit habe ich mich auf Darsteller-Duos spezialisiert. Ich habe jetzt da natürlich aus Diskretionsgründen die Namen von diesen Duos, mit denen ich schon zusammen geschafft habe, nicht alle nennen. Ich sage nur so viel, es gibt ein paar Gerüchte über mich und meine doch sehr erfolgreiche Arbeit. Also man sagt, ich habe schon mit dem Matthias Hüppi und dem Bernhard Russi zusammen geschafft. Mit dem Siegfried und dem Roy. Aber auch mit dem Erich Hess und dem Thomas Fuchs. Und nicht zuletzt auch mit dem Roger Schawinski, der als Duo zählt. Gut, zum heutigen Oben. Durch meine langjährige Theatererfahrung ist es mir möglich gewesen, das Bühnensetting hier zu entwerfen. Ja, es ist die Lehre, die Sie jetzt da vielleicht wahrnehmen. Das ist natürlich gewollt. Und das unterstützt eben den Plan, dass der Mike Müller und der Victor Jacobo sich jetzt in dieser Theaterumgebung wieder ganz neu orientieren können. Sowohl geistig wie auch räumlich. Gut, etwas fehlt noch. Ah, der Musiker, ist klar. Dani, kannst du kommen? Gut, miteinander. Vielen Dank. Danke schön. Ja. Danke vielmals. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich mit diesen zwei einmal auf einer Bühne stehe. Dani Ziegler ist natürlich für heute oben auch engagiert und verpflichtet. Genau, und zwar für eine fette Gage. Als langjähriger musikalischer Leiter. Ja, Moment, Dominik. Ja. Also die zwei hier hinten, die meinen ja, ich mache jetzt das hier aus Dankbarkeit oder Freundschaft oder so. Nein, Freundschaft, hör mal auf, das ist jetzt Knallherz-Business. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Mit dem Kauf von Ihrem Ticket. Ja, Dominik, nur noch mal geschwind einen Moment, bevor wir loslegen. Nein, weil ich habe ja selber ein Soloprogramm, Passimist. Und die nächste Vorstellung ist der Samstag im Büren. Tickets können Sie jetzt noch kaufen. Und alle Informationen dazu finden Sie auf meiner Webseite www.danielziegler.ch. Bleiben jetzt mal beim heutigen Oben. Ja, da ist jetzt nur eine Information.
Mein Eint oder Ander wird ja da bei deinem Brimborium heute Abend rauslaufen. Dann muss er ja wissen, wenn ich den Pessimist spiele. Ja. Gut, hätten wir das auch geklärt. Dann würden wir jetzt anfangen. Wie ich vorher bereits erwähnt habe... Gut. Wie ich vorhin gesagt habe, ist die Bühne... So. Wie ich vorhin gesagt habe, hat es auf dieser Bühne nichts, die ist leer. Und das ist jetzt auch für den Mike Müller und den Victor Giacobbo schon die erste Herausforderung. Weil sie sind ja von ihrer Sendung her gewöhnt, dass sie nach ihrem immer ja, sehr souveränen Auftritt sich sofort sitzend in Position gebracht haben, hinter ihrem riesigen Moderationspult. Oder wie ich dem immer gesagt habe, sie haben sich einfach verbarrikadiert. Das wird ihnen heute so oben, zumindest am Anfang, nicht möglich sein. Gut, dann fangen wir an. Ja, mach's schon mal. Gut, also. Technik, bitte! Meine Damen und Herren, Victor Giacobbo und Mike Müller. Dankeschön. Vielen Dank. Merci für den tollen Applaus. Du, ist etwas mit dem Bühnenbild schiefgelaufen? Nein, das wäre jetzt die Idee, dass ihr die Bühne füllt mit euch, mit eurer Präsenz und so den Kontakt zum Publikum aufnehmt. Hallo zusammen. Ich schließe mich ihm an. Und einander Grüezi sagen, ist jetzt Therapie? Ganz langsam. Das ist schon mal eine erste Annäherung, ja? Ah, wollen wir Yoga am Mädchen verteilen? Hat jemand Erfahrung mit Pilates, Kickboxen? Nein, es ist alles okay. Hä? Lass dich jetzt einfach von dem Publikum da nicht verunsichern. Weißt, für mich ist ja Publikum so yesterday. Aber für dich ist ja das kein Problem. Du bist ja mit einem Solostück unterwegs. Weißt du was? Spiel doch etwas. Hä? Solostück? Das Stück war mal für 9 Personen. Und weil ich Mühe habe mit so vielen Schauspielern auf der Bühne, spiele ich jetzt einfach alle Rollen selber. Ich finde es selber langweilig. Und obwohl ich dort allein bin, habe ich 2 Stühle. Da sind wir 4 Leute. Wer hat den Stuhl? Der Herr Musiker, sage ich dann. Augen auf bei der Berufswahl. Ja, ich meine, ich brauche keinen Stuhl. Ich brauche sowieso fast überhaupt nichts mehr. Je älter das ich werde, desto weniger brauche ich. Es gibt Tage, da brauche ich nicht einmal mehr mich selber. Was heisst das jetzt? Das heisst, Mike, dass ich nicht ganz so sicher bin, ob ich überhaupt so eine Therapie brauche. Victor, wir haben manche Diskussionen gehabt, ob man uns auf das hier einladen. Man hat gesagt, ja, weil wir haben ja gar keine andere Wahl. Jetzt sind wir so durch. Ich spiele heute Gemeindeversammlung immer noch mit einer provisorischen Bewilligung. Praktisch mit einem Lärmfahrausweis. Ja. Also Victor, die Skepsis, die ich jetzt von dir spüre, meiner Therapie gegenüber, das bekommen wir mit dem Acting Confidence Retrieval easy weg. Ja, ich meine, ich brauche die Lizenz von der Theater- und Mime-Gesellschaft nicht. Ich mache das für den Mike. Oder? Ich meine, er ist in einer schwierigen Lebenssituation. Mit 55 geht er nicht mehr länger auf Nachwuchshoffnung durch. Und im Grunde genommen steht er am Anfang von seiner Alterskarriere. Und in dieser Hinsicht ist er komplett orientierungslos. Ah, das habe ich jetzt noch gar nicht so gesehen. Eben, siehst du. Darum habe ich gedacht, ich mache das für den Mike. Ist ja ein Kollege. Also ein Freund, kann man sagen, nach all diesen Jahren. Und Hauptsache, er ist von der Straße weg. Ja, ist jetzt gut, Victor. Und ich bin froh, dass ich dich heute zusammen mit der Spitex überhaupt aus dem Nest gebracht habe. Meinst du das jetzt im Ernst? Nein, sicher nicht. Das ich macht ja Sport nichts Schöneres, isst gesund, hat ein florierendes Sozialleben, hat auch wieder etwas am Laufen mit einem Frau. Hey, wie wir machen unsere Altersvorsorge kaputt, weil sie die Lebenserwartung in so einer menschlichen Nähe steigern. Die Autobahn A1 muss man auf 3 Spuren ausbauen. Mike. Die 2. Gotthardröhre hat man vorher gefahren. Jetzt nicht in die Gietzendanner reinfallen. Gut. Okay, wir müssen wegen der Darsteller- und Mime-Gesellschaft an diesem Retrieval-Training teilnehmen. Wir sind auftreten, haben das Publikum begrüßt, einigermaßen freundlich. Haben gemerkt, auf dieser Bühne hat es nichts. Und jetzt?
Von mir aus gesehen, das Therapieziel erreicht und du rückst die Lizenzerneuerung raus. Ist ein kurzer Kuh. Merci vielmals, auf Wiedersehen. Nein. Sterne, sieh ich nochmal. Nein, ein bisschen gut. Herbert Sterne, sieh, reiss dich doch zusammen. Nein, ich säckle von Heris Auto ab. Mit dem ganzen Grümpel im Klappfinnen, bin gut vorbereitet, Bass gestummen, Soundcheck gemacht und du, hure Hosenlotterie, willst beim kleinsten Problem schon wieder rauslaufen. Ja gut, vorbereitet bist vielleicht du mit deiner tiefen geleiteten Ukulele, aber... Schau mal die Bühne an. Ja, da muss jetzt also Mike recht geben. Ja, Mike, du bist dir jetzt wahrscheinlich einfach ein mehr Ausstattung gewöhnt von deinen Abstechern ans Schauspielhaus in Zürich. Ja, mach dich nur mal lustig. Jedenfalls habe ich bei jeder Theaterproduktion in den letzten Jahren immer mindestens 2 Sitzgelegenheiten auf der Bühne. Ja, es hat ja von dir auch Theaterproduktionen gegeben, gerade im Schauspielhaus, wo es auch im Zuschauerraum noch recht viele Sitzgelegenheiten gab. Also gut, keine Panik, ich organisiere euch Sitzgelegenheiten. Ja? Ich habe ja genau gewusst, dass wir an diesen Punkt kommen werden. Ich hätte einfach nicht gedacht, dass wir schon so früh so weit sind. Nein, hat man die auf die Seite da? Unsere Moderationsstühle, fick nur schauen. Ja, sind einfach Stühle. So, ich schlage jetzt vor, ihr geht jetzt noch mal hinterher, schnauft noch mal durch, sammelt euch noch mal und tretet noch mal auf. Und das Publikum tut einfach so, als hätten sie euch noch gar noch nicht gesehen. Aber wieder mit Signet, hä? Ja, aber ganz sicher okay, mit Signet. Ja, natürlich, den Trigger will ich jetzt noch nicht wegnehmen. Es geht nicht um einen Trigger, aber bis das Signet parat ist auf dem Dompult und alles, kann ich noch schnell eine rauchen. Ja, dann komme ich auch noch schnell raus. Nein, halt, du hast einen Job. Sitz! So, gehen da, schnaufen durch, kontrollieren, ob der Hosenschlitz ja, das zu ist. Musst jetzt du uns halbwegs sagen. Das Meine Damen und Herren, die zwei müssen natürlich jetzt ein bisschen Widerstand zeigen, das ist klar. Sie dürfen das einfach nicht persönlich nehmen. Ich nehme das auch nicht persönlich. Aber Sie zwei nehmen das natürlich wahnsinnig persönlich. Die haben ja immer noch das Gefühl, dass Sie ohne Ihr Sendungssignet gar nicht genügend Spannung können. Ja, der Mike hat das Sendungssignet auch immer noch als Klingelton auf seinem Handy. Sorry, Nummer unbekannt. Komm, mein Satz ist Frötchen nachher wieder wochenlang, ob es nicht der Quentin Tarantino war. Mensch. Ja. Yes, hello. Nein, Mike Müller, ja. Nein, ich mache keine Bestattungen. Die Figur gibt es nur im Fernsehen. Ja, es tut mir leid. Um mein herzliches Beileid. Auf Wiederhören. Ich hätte müssen leiden. Weißt du was, Mike? Jetzt schalt endlich mal das hure Handy an. Ja, das dunkelt mir eben auch. So, Technik, bitte! Weißt du was, Mike? Mich stört gar nicht, dass es jetzt da kein Pult hat, wo jetzt auch gar nicht da ist. Merk kein Pult. Hey, Punkt! Der Geschmack sollte irgendwann auf. Alles, was recht ist, also bitte sehr. Ich weiss nicht, beim besten Willen, was du jetzt wieder hast. Ja, natürlich, du brauchst ja nichts. Ich meine, ich habe ja schon viel erlebt, aber wir können einmal absichtlich Steine weglegen. Sag doch einfach, um was es geht. Ich brauche kein Boot, ich brauche keine Kamera, ich komme wirklich mit wenig aus. Aber was fehlt auf dieser Bühne? Mike, ich will dem Erfolg von dieser Therapie auch nicht vorgreifen. He? Aber wie wäre es mit ein bisschen Freundlichkeit im Publikum gegenüber? Das Publikum kann doch nichts dafür, dass du keine Kaffeemaschine auf die Bühne stellst. Oh nein, Kaffeemaschine, echt? Ja, muss jetzt das Publikum das Bühnenbild stellen. Hey, bei Siegfried und Roy, Zuschauer, der Weiss-Tiger mitgebracht. Geil. Ich hätte sollen wissen, die Kaffeemaschine, das ist sein weißer Tiger. Und du hättest es auch sollen wissen, Dominik, du weißt, wenn er drauf ist, wenn er keine Kaffeemaschine mehr hat. Auf seinem Handy hat er eine App, die ihn davon warnt, wenn er mehr als 5 Kilometer von einer Kaffeemaschine weg ist. Natürlich habe ich eure Kaffeemaschine nicht vergessen. Tada! Nein, das geht's so. Nicht! Fick noch, schau die Kaffeemaschine! Ja, wo bist du gesehen? Du kleines, herziges Käferli haben sie dir in den dunklen Kauen gestellt und niemand hat zu ihnen geschaut. Das geht jetzt ein Weile. Fick noch, schau, ganz kalt. Ja, ich weiss. Sie muss zuerst aufheizen, dauert ein paar Minuten, ist nicht so schlimm, weil es will jetzt noch niemand einen Kaffee.
Niemand? Nein. Nein. Dauert ein paar Minuten. Du, hast es jetzt etwa, hä? Das Theater mit dieser blöden Kaffeemaschine hat mich in der Sendung schon immer angeschissen. Nein, ist doch wahr, wo haben wir den Musiker platziert? Von dieser saublöden Maschine kann es nicht anders sagen. Gut. Der Müller hat mir ja einmal auch noch gesehen, wie er hinter mir ist, Kaffee machen. Du, ist dir das eigentlich nie aufgefallen, wie verschissen dass das ausgesehen hat? He? So einen breiten Mann mit so kleinen Tasseln. Nein, bist du gut. Wie hat es einmal hier verbessert? Du? Ich habe das Affentheater mit dem Kaffee sowieso nie verstanden. Außer, dass der Müller jede Sendung quer über die ganze Bühne hat müssen latschen. Ja, wahrscheinlich, dass er etwas Bewegung hat, ja. Also ehrlich gesagt, Mike, habe ich das mit dieser Kaffeemaschine auch nie ganz verstanden. Das hat doch dramaturgische Gründe gehabt. Ich habe die Fernsehkritiker verunsichert. Ich habe immer nach einem tieferen Grund gesucht für die Maschine. Es gibt keinen. Der Fernsehzuschauer hingegen, und um den geht es ja, der fragt sich, was? Kaffee um diese Zeit? Kann man da nachher noch schlafen? Er wird nervös, sein Puls steigt, Ziel erreicht, der Zuschauer schläft nicht ein. Ja. Toll, er trinkt den Kaffee für den Zuschauer. Ja, und wisst ihr, dass beim Bestatter, Mike, hast du auch immer so eine Kaffeemaschine in der Nähe? Ja, selbstverständlich. Ich habe eine Reisekaffeemaschine für in den Hotelzimmer. Ich habe eine geniale kleine Kaubenmaschine auf dem Motorboot. Ja, deine Freundin sagt, ihr hättet auch eine im Nest, und zwar zwischen denen. Ja, und die gibt mir mehr warm. Oh. Weißt du was, Dominik? Ich glaube, ich bin geheilt. Ich habe es gesehen. Ich will gerne heim. Schau mal, wenn ich mich gut verstehe mit dem Theaterpublikum. Ja, eben, Victor, komm, gib doch zu. He? Es gefällt dir doch auch ein bisschen da. Ja, natürlich gefällt es mir da auch. Aber der Mike ist einfach mit zunehmendem Alter ein heikel geworden. Wenn nicht jedes Detail stimmt, dreht er im Roten, siehst du es ja. Jetzt hat er schon zwei Auftritte verhauen und ich sage dir, ein drittes Mal brauche ich jetzt nicht. Okay, gut, also, Mike. Mike, so. Die Bühne ist jetzt vorschriftsgemäß eingerichtet. Ich schlage vor, du tust jetzt hier noch fertig kontrollieren. Dann gehen wir nochmal ab, treten nochmal auf und diesmal ohne gerade sofort wieder zu unterbrechen. Ja, von mir aus, ich meine, es ist jetzt auch langsam warm. Gut, gut aber wieder mit Signet. Ja, ja, klar. Komm. So, meine Damen und Herren, jetzt hätte ich gern, dass Sie beim nächsten Auftritt von diesen beiden nicht applaudieren. Ja? Das ist Teil von einer Konfrontationstherapie. Ich mache das normalerweise mit notorischen Straftätern, aber ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Also bitte nicht applaudieren, he? Das ist ganz wichtig. Da unten nicht, dort oben auch nicht und du, Dani, auch nicht. Ja, da musst du keine Angst haben. Technik, bitte. Meine Damen und Herren, Victor Giacobbo und Mike Müller. Guten Abend und den Anzeigen. Vielen Dank für den tollen. Hallo? Hörst du auch nichts mehr? Nein, aber komisch, dich höre ich gut. Ja, ich dich auch. Oder liegt es einfach am Publikum? Das ist gut. Die Stille müsst ihr jetzt aushalten und einfach schauen, was passiert. Darf man fragen, was du da machst? Ich würde einfach wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Ja, mit dem Publikum. Das ist schon klar, aber wer ist das? Ja, einfach Leute, alte, junge, Frauen, Männer, allgemein, halb privat, privat. Sehr gut, Victor, du bist im Mike eindeutig voraus. Hey, ist jetzt das wieder so eine saublöde Bemerkung wegen meinem Alter? Er ist im Fall nur 12 Jahre jünger als ich und es gibt Leute, die sagen, man sehe es nicht. Welche Leute sagen das? Deine Freundin? Zuschauer sagen das und ja, die Leute sagen, ja, meine Freundin sagt es auch. Die haben einen Dalmatiner. Zuschauer sagen das. Du, Moment mal schnell. Woher weißt du das mit dem Dalmatiner? Du hast ihn ja mal dabei gehabt. Er hat mich geschnappt. Das war nicht er, das war sie.
Kommen wir jetzt mal zum richtigen Publikum hier. Wieso seid ihr heute alle hier? Arbeitet ihr alle bei dieser Darsteller- und Mimengesellschaft? Und er dachte, ja, ich nehme die Frau oder den Mann mit. Vielleicht ist er so eine Therapielehrerin. Und der Partner oder der Partner haben nicht anders können, weil sonst heisst es in der nächsten Paartherapiestunde wieder, du kommst ja nie mehr mit. Ja, die Frage ist einfach, ob das die richtige Vorstellung ist. Eine über zwei Typen in Therapie. Weißt du was? Lass ihn einfach laufen. Geht ein paar Minuten, dann ist er wieder normal. Und lustig. Er ist ja eigentlich ein Lustiger. Gell, du? Hä? Ja, bist du ein Lustiger? Ja, bist du ganz ein Lustiger? Ja, ist der Mike so ein Lustiger? Victor, aus. Wir müssen doch einfach gegenseitig ein bisschen mehr wissen voneinander. Wer ist zum Beispiel jetzt heute freiwillig da? Hand auf. Ah. Wer hat auf Google nach illegalen Pokercasinos gesucht und Google hat ihm das Casino-Theater vorgeschlagen? Aha. Wer hat vor der Vorstellung Alkohol getrunken? Ich hätte es auch gemacht, wenn ich nicht auf die Bühne hätte müssen. Aber es geht einfach nicht, sagt die Darsteller- und Mimengesellschaft. Ja, ich bin der Musiker- und Alkoholgesellschaft. Dort kommst du einen Bonus über. Darf ich auch schnell eine Frage stellen? Wer von Ihnen hat sich vorgenommen, am Schluss dieser Vorstellung auf Alkohol zu verzichten, sich jetzt aber gerade in den letzten Minuten umbesonnen? Merci, ich hätte nicht mehr gerechnet, ehrlich gesagt. Gut, also ich glaube, ehrlich gesagt, wer du jetzt was und wie viel getrunken hat, ist nicht wirklich unser Problem. Entscheidend ist, dass dir auf der Bühne nicht saufen. Aha, das ist wie Pfeifen auf der Bühne. Ja, ganz genau. Meine Damen und Herren, dazu muss man wissen, im Theater gibt es ein paar ungeschriebene Gesetze und an die halten sich richtige Theatermenschen sehr exakt. Und zum Beispiel pfeifen darf man auf einer Bühne nur, wenn es im Stück vorkommt, aber nie privat. Das bringt nämlich Unglück. Du vergisst eben nachher den Text oder kommst zu spät zu einer Vorstellung oder ja, vergisst komplett, dass du eine Vorstellung hast. Ich vergiss den Text auch ohne pfeifen. Ich pfeife nie, auch nicht privat. Und man darf nie mit einem privaten Hut über die Bühne laufen und schon gar nicht essen auf einer Bühne. Es sei denn, es kommt im Stück vor. Ich trage sowieso keine Hüte. Ah. Und wie hast du es mit Nahrungsmitteln, Mike? Vielleicht ist mal vorgekommen, dass ich hinter der Bühne ein bisschen von den Requisiten geschnauzt habe. Mike, du weißt, was man über Leute wie dich sagt. He? Wer Requisiten isst, vögelt auch Statisten. Sie haben schon beides gemacht, das ist kein Vergleich. Gut, also, aber was mich eigentlich interessiert beim Fernsehen, gibt es doch sicher auch so Gesetze wie im Theater. Ja, klar. Ab 3 Home Stories in der Schweizer Illustrierten gilt es als unkündbar. Also beim Fernsehen ist zum Beispiel das Gesetz, also, ja, nicht das Gesetz, aber man weiss es einfach beim Fernsehen. Wenn oben an einer Kamera ein rotes Lämpchen leuchtet, dann ist das die Kamera, die gerade läuft. Und darum solltest du natürlich immer in die Kamera schauen, die das Lämpchen brennt. Ah, siehst du, Mike, das solltest du jetzt einfach nicht mehr machen. Du hast ja bei jedem Rotlicht ein Problem. Nein, ich habe nur ein Problem, wenn so eine mehrspurige Kreuzung 2 oder 3 Rotlichter hat. Ich weiss einfach nicht, wo ich so reinschaue. Ja, das ist ja noch nicht das Schlimmste. Viel schlimmer ist, dass du bei jedem Rotlicht meinst, es sei eine Kamera und anfängst zu moderieren. Ich meine, im Auto geht es ja noch, aber als Fußgänger ist es ziemlich peinlich. Und auch privat. Deine Freundin muss sich ja ein Velorücklicht als Stirnlampe montieren, damit du überhaupt noch redest mit ihr. Ja, und du hast kein Problem mit dem, Victor? Ich? Mit Rot? Nein, überhaupt kein Problem. Weder mit Rotlichtern noch mit dir. Und du bist ja rothaarig. Nein, los, sowieso Problem ist für mich so yesterday. Aber sag mal, gibt es noch weitere so Gesetze, die man auf einer Bühne einhalten muss? Ja. Man braucht zum Beispiel Spannung. Man kann zwar cool wirken, aber innerlich muss man permanent auf, ja, ich kann jetzt nicht sagen, auf Sendung sein. Das versteht ihr wieder falsch. Aber man braucht immer eine innere Spannung, weil der Theaterzuschauer der kann auf der Bühne anschauen, wo er will. Das sind völlig selbstbestimmte Individuen. Die können auf einer Bühne sogar irgendwo anschauen, wo die Post überhaupt nicht abgeht. Ja, jetzt muss ich. Ja, nur ein Beispiel. Ja, ich meine, hey, Regeln im Straßenverkehr. Okay. Aber Regeln auf einer Bühne? Ich meine, ich bin ja Verwaltungsratspräsident vom Casino-Theater. Ich weiss doch, wie der Hase läuft. Nein, Victor, das weisst du eben nicht.
Man geht zum Beispiel nur dann am Schluss einer Vorstellung sich verbeugen, wenn man in dem Stück, das die Zuschauer vorher gerade gesehen haben, auch tatsächlich selber mitgespielt hat. Nein. Ich bin Verwaltungsrat, ich darf das. Victor, du bist auch nicht während Jacobo Müller heimlich ins Tagesschaustudio geschlichen und hast dich kurz vor dem Meteor noch verbeugt. Nur weil mein Badge im Tagesschaustudio nicht funktioniert hat. Ein wichtiger Teil von eurer Sendung. Das ist ja immer die Zusammenfassung von den News von der Woche gewesen. Sie sind ja in dieser Zeit immer extrem gut informiert gewesen über Wirtschaft, Politik, Sport, Gesellschaft. Fehlt euch das jetzt nicht, dass ihr da nicht mehr regelmäßig euren Senf dazugeben könnt? Nein, überhaupt nicht. Ich weiß auch gar nicht, was läuft. Ja. Lesest du noch Zeitung? Gibt's noch Zeitungen? Könnt ihr bitte einmal einfach eine gerade Antwort geben auf eine Frage, die ich euch im Rahmen dieses Retrieval stelle und nicht immer vor den Zuschauern kokettieren? Ja, natürlich, Dominik. Wir können dir auch die Antworten geben, die du gerne hören möchtest. Aber ich sage dir eins. News in der heutigen Zeit, das ist doch nur noch Treibsand. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass wir heute eine Biografie von Henry VIII, oder ich muss sagen Biografie, es gibt neue Forschungsrichtungen, neue Ausgaben. Ich rede von der Tudor-Zeit, oder? Weil ich beziehe auch die Tochter von Henry VIII mit ein, Elisabeth I. Dass mir das heute viel mehr bedeutet als, sagen wir mal, neue Regelung für den Rentenumwandlungssatz. Interessant. Und du, Mike, auch Tudor? Nein, Vorstokratiker. Aha. Weil, jetzt geht es wegen dem Rentenumwandlungssatz. Wenn ich das Beispiel von Victor gerade aufnehme, sind es da übrigens auch nicht immer einig. Das ist schon klar, er hat sich die Pensionskasse auszahlen, aber ist jetzt gleich. Weil die ganze Problematik vom Rentenumwandlungssatz, und zwar sowohl volkswirtschaftlich wie im lebensphilosophischen Sinn, das findest du bereits bei den Vorsokratikern. Aha, und warum denn kein News mehr? Weiss nicht, ob ich dir das in einer Viertelstunde beibringen kann. Nein, Mike, ich kann mir die Pensionskasse nicht ganz auszahlen lassen. Ich habe einen Teil umwandeln lassen in eine eigene Kryptowährung. Was? Bitcoin? Nein, eine eigene Kryptowährung. Chatcoin. Ja gut, aber das kannst du eben auch schon bei den Vorsokratikern nachlesen, oder? Weil dort geht es ja um die verschiedenen Aggregatszustände. Und wenn du jetzt, egal ob Buchgeld oder Bargeld, in eine Kryptowährung umrechnest, dann tust du beim elektronischen Schürfen mit aus chinesischem Kohlenstrom eine Blockchain-Kette rechnen, wo das Bruttosozialprodukt der ASEAN-Staaten systematisch unterläuft. Warum? Ja, warum? Victor, wegen dem Rückkopplungseffekt bei den Zweitabsicherungen auf dem nordamerikanischen Hypothekarmarkt. Ja, klar. Das habe ich natürlich schon auch gewusst. Weil der gleiche Effekt hat ja der Lord Siegelbewahrer von Henry VIII, Thomas Cromwell, nicht zu verwechseln mit dem Oliver Cromwell, der erst 100 Jahre später aktiv wurde, ist zur Fall gebracht, weil er eben Kriegsanleihen mit französischen Termingeschäften gebunden hat. Und darum sieht man jetzt eben beim Brexit wieder ganz genau, dass sich eben Geschichte immer wieder nur als Farce wiederholt. Und wo ist da jetzt der Zusammenhang? Keine Ahnung. Du, aber grundsätzlich sind wir immer noch huere gut informiert, he? Nein, ich meine jetzt das mit den Zweitabsicherungen im nordamerikanischen Hypomarkt hätte ich jetzt nicht gewusst. Ja, das hat mich jetzt auch gewundert, weil wir wissen sie auch nicht. Weißt du, Dominik, in unserem Beruf musst du gar nicht so viel wissen. Aber mit dem Wenigen, was du weißt, muss etwas anfangen können, damit es nachher gut tönt. Aber du hast uns gefragt wegen der News. Mhm. News? Nein, bedeutet uns nicht mehr so viel. Ich meine, das soll jetzt einfach der Michael Elsner übernehmen. Aber was wäre denn jetzt, wenn man das noch müsste kommentieren, die heute, die wirklich ja, tolle News, die man müsste kommentieren? Das dauernde Puff mit der EU? Das interessiert uns doch nicht mehr. Dass ein überforderter Bundesrat in Brüssel mit dem übergriffigen Alkoholiker muss verhandeln. Ja, nein, es geht ja dort nicht einmal nur um Brüssel und um uns, oder? Weil, die EU befürchtet ja, dass China die Schweiz könnte als Drittland missbrauchen, um die amerikanischen Strafzölle zu umgehen. Ja, inzwischen sind nicht die USA unser treuester Partner, sondern ist es China. Ja. Nicht zuletzt dank der chinesischen Botschafterin in der Schweiz, der Dings, wie heisst sie? Martullo Blocher. Ja, sie muss ja jetzt nicht nur die Firma vom Vater führen, sie muss auch noch seine Partei sanieren. Und dort ist jetzt etwas gegangen, weil die haben ja auch von Hausbesuch machen. Ja, parteiintern redet bereits von einer Massenhausbesuchsinitiative. Ich frage mich einfach, kommen die nicht am Schluss Lampen über mit den Zeugen Jehovas? Also, die militanten Linken wollen sich ja wehren. Die USO-Chefin Tamara Funicello hat also schon in Russland von diesem Nervengift bestellt, um die Türklinken einzureiben.
unheimlich, aber eigentlich komisch. In der heutigen Zeit schaffst du doch politisch ganz anders. Also nicht mit Hausbesuch, da gehst du doch über Social Media. Ganz klar. Ich weiß nicht. Also, ich überlege mir zumindest, Twitter und Facebook zu löschen. Was? Du, wo du auf Twitter jedes Eich kommentierst? Mike, wie gibst du dann künftig deiner Empörung Ausdruck, wenn deine Lieblings-S7 wieder mal 2 Minuten zu spät ist? Das muss ja der Mark Zuckerberg oder Google oder letztlich CIA nicht wissen. Zuckerberg, CIA, hey, die interessieren sich alle für deine Daten. Also wenn ich die Angst hätte wie du, würde ich nicht auf Social Media rausgehen, dann würde ich in den Untergrund kämpfen. Ja, nur weil du auf Twitter 200'000 Follower hast, kannst du deine Fotos nicht mehr von diesem Mist lassen. Du bist ja längst süchtig, gibst du zu. Natürlich, wenn ich wie du nur lausige 140'000 Follower hätte, dann würde ich nicht da rausgehen, ganz klar. Okay, gut. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Was Facebook alles mit deinen Daten anstellt. Hast du keine Ahnung, was dort geht? Nein, eben, die sind ja alle nur an deinen Daten. Du, aber für das, dass ihr euch nicht mehr für News interessiert, werdet ihr immer noch ganz schön emotional. Ja, was? Das macht er immer so. Er hat einfach eins rauchen. Wenn er raucht, kommt der Durst über, dann muss er aufs WC, dann geht es ein paar Minuten, dann ist er wieder da. Er mag einfach nicht vertragen, wenn ein anderer eine andere Meinung hat. Das ist sein grosses Problem. Ich meine, Dominik, du bist doch selber auf Facebook, oder? Ja, natürlich. Also. Du wirst doch dort nicht einfach rausgehen wegen der CIA. Nein, also wegen der CIA sicher nicht. Wegen was denn? Wegen dem Schweizer Geheimdienst? Nein, ja, wegen Mark Zuckerberg. Du bist ein seltsamer Kerl. Ja, aber komm, du bist doch Therapeut. Du brauchst doch Facebook zum Werbung machen. Okay, dann kannst du doch nicht einfach rausgehen. Schon wegen dem nicht. Das kann man ja auch anders machen. Anders? Ah, willst du auch Hausbesuch machen wie die SVP, nein, oder was? Nein, aber da sind jetzt gerade ganz viele Leute und die sehen, wie ich arbeite. Ah, Mundpropaganda ja, funktioniert. Ja, und ich finde, was der Mike will sagen über Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, hast du ein Wort aufgefasst? Und jetzt musst du wegen dem musst du am Mike recht geben, um dich wichtig zu machen. Weißt du was, Dominik, was ist dein Problem? Dass du eben auch nicht machst vertragen, wenn ein anderer eine andere Meinung hat. Das ist dein Problem. Okay. Scheint mir noch ein bisschen schlimmer, um die zwei zu stehen, als ich gemeint habe. Was, das macht er immer so. Komm. Ja, was, aber der Victor raucht ja gar nicht. Nein, aber aufs WC muss er ja ständig. Weißt du, Prostata. Du kennst die zwei schon in- und auswendig. Ja, hör mal auf. Ja gut, also ich glaube, jetzt müssen wir einfach einen Moment warten, bis die wieder zurück sind. Ja, dann kann ich auch endlich mal aufhören, einen hässigen Stein machen. He? Ja. Hey, kann ich sagen, das ist dermassen anstrengend, den ganzen Abend die verdammte Hässigkeit in der Fresse. Gell? Und das ist ja erst noch ungesund. Das gibt ja überall Fältchen. Wenn du jetzt hier schaust, ist schon alles voll jetzt da. Nein, ich mache mich gar wieder hässig. Ich kann das sagen, das ist jetzt auch nicht. Du, aber eigentlich ist ja das ganz gut, dass die zwei jetzt gerade mal weg sind, weil dann kannst du uns mal noch ein bisschen erzählen, wie du die zwei so erlebt hast. Wie war das für dich gewesen? Du bist ja in der Sendung eher so ein bisschen im Hintergrund gehockt. Ja, Hintergrund? Nein, nein. Also manchmal ist ja etwas im Hintergrund, weil die Leute nicht richtig herschauen können oder herhören. Also der Hintergrund ist meistens das Allerwichtigste. Gell? Da ist ein Web im Bass. Da meine ich, die Leute, die nichts merken und nichts verstehen, auch der sei im Hintergrund. Weißt du, was ich meine? Nein. Ja, Gott, Stern. Ja, gut, wir fangen von ganz vorne an, Dominik. Nein, wie soll ich dir das erklären? Schau doch das Instrument mal an, bisschen gut. Das hat doch nichts mit Hintergrund zu tun. Nein, schau, da kannst du so merken, das ist wie in der Tierwelt. Der Löwe ist der König der Tiere und so ist es auch bei den Instrumenten. Der Bass ist der König der Instrumente. Und übrigens, das ist ganz ein besonderes Exemplar, das du hier siehst. Das sind alles edelste, handverlesene Hölzer da. Das sind ja alles Baumarten, die hat man schon lange ausgerottet. Nein, da habe ich richtige Freude an dem. Auch jetzt, was macht ist bitte, da mit dieser Goldhardware bis ins kleinste Schräubchen hinein und hinein, Dominik. Das ist ja nicht saublöd verschraubt oder irgendwie durchgehend. Nein, das ist so schichtenweise ist das da innen verleimt, dem sagt man Dovetail Construction.
Nein, ich denke, also, wir können es so sagen. Also für die meisten hier innen hat sich der Eintritt nur schon gelohnt, dass man so etwas mal ein bisschen von näher anschauen. Ja, natürlich gäbe es noch andere Instrumente. Ja, was gibt es nicht für saublöde Instrumente? Hören wir doch auf. Gabasa, Garaska, Cembalo, Peitsche und so weiter. Das könnt ihr doch alles vergessen. Ja, Peitsche höchstens mal noch vielleicht, ja. Aber die Sepp brauche ich dann mehr im zwischenmenschlichen Bereich hin. Aber nein, also ich würde so gerne so weit gehen und behaupten, ihr würdet es wahrscheinlich nicht einmal merken, wenn irgendeinem bekannten Song eines von diesen saublöden Instrumenten fehlen. Da habt ihr doch keine Chance. Ich mache euch jetzt mal ein kleines Beispiel, das nimmt mich jetzt Wunder. Das ist ein originaler Song. Ein Instrument habe ich rausgemischt. Jetzt nimmt es mich Wunder, wer gehört, welches Instrument denn da fehlt. Was hat gefällt? Ha? Bitte? Welches Instrument hat gefällt? Ja, der Bass. Nein, der Bass habe ich ja selber gespielt jetzt. Nein, aber seht, ich habe es eben vorher noch gesagt, niemand merkt es. Nein, der saublöde Pianist hat gefällt. Und jetzt bitte, jetzt müsst ihr mal hören, was der Double zusammenklübt. Nein, jetzt lassen wir mal den Pianist an der genau gleichen Stelle in dem Refrain nur mal den Pianist allein laufen. Das würde er hier machen. Ich so etwas. Was soll denn das? Sie wissen gut. Da hat doch nichts mit Musik zu. Nein, also Piano können wir rauchen. Kein Mensch braucht Piano. Natürlich umgekehrt, das wollte ich auch noch geschwind sagen, wenn jetzt der Bass würde fehlen. Das ist eine andere Geschichte. Weil dann ist der Song nämlich tot. Also ich würde sagen, 90-95% von allen Songs würden ihr gerne erkennen. Nur weil der Bass fehlt. Ich mache euch hier auch ein kleines Beispiel. Das ist wieder original jetzt. Das erste Mal ohne den Bass. Ja, irgendwelche behinderten Bongos da, komm, wissen, gut, das ist doch alles Computer. Nein, das ist nichtssagend. Jetzt kommt dasselbe mit dem Bass. Braucht eigentlich nur den Bass, das lange Pfarrig. Und übrigens, so war es ja auch mit mir in dieser Sendung. Also, ohne mich wären die zwei ja komplett aufgeschmissen gewesen. Prima, das meinst du jetzt nicht nur rein musikalisch? Ja, natürlich nicht. Ich war ja der Einzige, der sich getraut hat, so mit denen Klartext zu reden. Also, alle anderen sind ja auf den Knien von denen rumgerutscht. Ich kann dir sagen, wenn die ihre schwierigen 5 Minuten hatten, sind ja alle Fernsehleute immer zu mir gekommen. Gell? Die haben sich sonst von niemandem etwas sagen lassen. Die plagieren ja heute noch. Niemand hat ihnen etwas zu befehlen gehabt. Ja, aber was war denn mit ihren Chefen? Ja, gehen wir doch weg. Die haben sich doch nicht getraut, Dominik. Nein, also wenn die Sepp höch Quote. Aber gell, da ist jetzt SRF intern. Wenn die Sepp höch Quote, die ja also zum grössten Teil wegen mir war, wenn die nicht gewesen wäre, dann hätte man es gespickt. Also die Chefs sind doch verzweifelt an der Mene. Man sagt ja, der Döweg hätte, bevor er denen begegnet, sei noch gerade ausgeschaut. Ja, aber auf die haben sie dann gehört? Ja, gehört.
Ja, doch verdammt, man soll aufpassen. Hier der eine, hier das Bestatterli. Nein, also der hat ja mal wie drei von den Sketchen einen Anfall bekommen, das ist eine andere Geschichte. Ja. Beim Giacobo musst du einfach aufpassen, er ist der Chef hier vom Casino-Theater. Also wenn er mal Motz ist, weil es dich nervt, wenn er sich nach deinem Programm hier auf der Bühne verbeugen ja. Plötzlich kannst du da nicht mehr auftreten. Ja, komm. Aber jetzt übertreibst du. Ja, warte mal ab. Ich würde einfach schauen, dass das Resultat heute hier bei deinem Ort ins Retrieval-Zirkus bei der Giacobo nicht so schlecht ausfällt. Also stellst du ihm zur Sicherheit ein gutes Zeugnis aus. Okay, gut. Ich glaube, dann gehe ich jetzt die mal wieder holen. He? Ja, das ist doch nicht nötig. Komm. Nein, das mache ich gleich von hier aus. Kannst du das nochmal machen? Ja, klar. Ich kann es im Fall auch abtreten lassen. Muss mal schauen. Was war denn jetzt das für eine Melodie? Ja, das Signet vom Eschbacher. Ich glaube, die zwei sind noch ein bisschen verkorkster, als ich gemeint habe. Aber das ist doch jetzt, glaube ich, auch für unser Publikum ganz interessant gewesen, so ein Einblick in die Backstage-Psyche quasi von diesen beiden, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, aber das war ja noch gerne gewesen. Also wenn die Leute da wissen, wie das zu und her gegangen ist, wenn die ihre Sketch gedreht haben, ich kann dir sagen, noch viel verreckter. Ah ja, eben. Also dazu muss man natürlich wissen, also die Sketch haben ja immer sehr viele Leute gesehen, aber gedreht sind die ja in einem sehr intimen, familiären Rahmen geworden. Das bringt mich jetzt gerade zum nächsten Punkt. Soll ich es gerne einmal führen? Nein, ist gut. Ich muss noch schnell etwas aufstellen. Spiel doch noch mal eins. Auf der Bühne. Ja, natürlich, Victor. Weißt, die Zuschauer haben noch nie gesehen, wie die einen Sketch gedreht haben. Das könnte jetzt ganz eine neue und vertrauensvolle Nähe schaffen. Das geht nicht. Was? Wieso? Lampenfieber. Er hat Lampenfieber. Ja, was? Also komm, jetzt sind wir da schon seit einer Dreiviertelstunde auf der Bühne und ich sehe also keine Anzeichen von Lampenfieber. Ja, da ist ja auch kein Problem, aber beim Drehen eines Sketch, da packt es mich. Ja, eben, das habe ich ja vorher genau gemeint. Er hat jedes Mal eine Angstneurose bekommen. Ach so, ja, Mike, aber umso mehr müssen wir das Sketch drehen und dieser Sache auf den Grund gehen. Meine Damen und Herren, das ist übrigens in Fachkreisen kein unbekanntes Phänomen. Also, wir nennen das CAS. Camera Anxiety Syndrome. Das bekommen wir easy weg. So, los geht's. Jetzt müsst ihr schauen, der Kittendebakel. So, Dani, bitte. Das ist doch wahr. Komm. So, da ist die Perücke von Freddy Hinz und von Hans-Peter Buri. Und jetzt schlage ich vor, dass ihr mit diesen zwei Figuren ein Sketch drehen. He? Und Action! Hoi Hans-Peter! Du kann ich dir eine Frage stellen? Aber schon sicher, wenn ich dir noch da für 4 Jahre abstellen. Ich glaube es nicht, kein Lampenfieber aufwecken! Habt ihr das gesehen? So einen schnellen Erfolg, aber ich würde gerne den ganzen Sketch ohne Unterbruch drehen. Unbedingt! Gut. Ja, ich habe es gesehen. Und Action!
Hoi Hans-Peter, du kann ich dir eine Frage stellen. Aber ist schon sicher für ja, wenn ich dir noch darf, für ja stellen. Wir hätten dein Sketch immer vom Publikum sollen drehen. Der hätte doch das Problem mit dem Lampenfieber gar nie gehabt. Wenigstens wissen wir jetzt, wieso das Lampenfieber heisst. Das ist offenbar nicht von den Leuten, sondern von der Lampe. Gut, können wir jetzt bitte das Sketch an einem Stück durchdrehen? Der Victor ist so lustig. Oh, verrückt, das ist echt. Und Action! Hoi Hans-Peter, kann ich dir jetzt vielleicht endlich eine Frage stellen? Aber schon sicher für jeden, wenn ich dir noch darf, für ja stellen. Kein Problem, du kannst deine Frage sogar zuerst stellen und ich stelle meine erst nachher. Hast du mir nicht 2 Stutz? Hey! So ein Zufall, ich habe genau diese Frage stellen. Das weiss ich, denke ich. Du hast das gewusst. Du bist auch noch gescheiter geheben, trotz deinem Sprachfehler. Und du weißt, was ich meine. Du stellst ja gerne die gleiche für ja. Ich will jetzt einfach mal eine Antwort hören. Jetzt weiss ich die Frage nicht mehr. Hast du mir nicht 2 Stutz? Hey, so ein Moment jetzt mal. Das ist für mich jetzt ein gröberes Déjà-vu, gell? Nein, das ist kein Déjà-vu. Das ist jetzt eben die Spiegelung von ja, wo du nie hast eine Antwort bekommen hast, sondern immer nur Geld. Oh. Dem sagt mir Timo nicht, Harry, sie, Jung, das ist bei ja-Klosigkeit. Ja, weil jeder Vater von ja, oder gibt es nicht, oder die Mütterli nicht. Ja, genau. Oder barmherzig, sag mal, Scheisswort. Da rechnet aber genauso. Hüe, 5 Liebertücher, wisst ihr, ein bisschen viel. Einfach ein Jänkli bringt mit, Nähe vom Nütali nicht. Genau. Ein 2 Jänkli ist vielleicht nicht vorhanden. Aber auf die Desk bei ja, zu suchen, kommt niemand. Nein. Dabei wäre ein Suggestiv von ja. Vielleicht gescheiter, als hast du mir nicht 2 Stutz. Ich habe eine Suggestivfrage. Fertig. Fertig. Cut! Jawohl, grossartig! Wunderbar! Das ist wieder ein Problem, gell? Das ist wieder ein Problem! Ja, meine Damen und Herren, ein wunderbarer Moment, einen tollen Erfolg. Ein erster Kleiner, dass wir hier jetzt im Mai sein Sketch-Lampenfieber offenbar live haben können heilen. Das ist die ganz grosse Stärke vom Acting. Dafür hat er seinen Dick wieder. Was? Wo? Da vorher. Weißt du was, Mike? Dein Lampenfieber war mir lieber. Das haben wir nämlich mit 2 Milligramm da, wo Rex bei dir wegkriegen. Aber deinen Tick haben wir mit gar nichts weggebracht. Ach, Blödsinn. Es haben sie alle gesehen. Das hat man nicht gesehen. Hey, wir haben sie aufgezeichnet. Können wir es vielleicht schnell anschauen, damit er es auch sieht. Gut, okay. Schauen wir es an. Und ich zeige dir den, wo du in Harry Hassler rübergehst. Harry Hassler? Ja. Weißt du was, Mike? Kannst du vielleicht einmal eine Kritik akzeptieren, ohne mit einer billigen Retourkutsche zu kommen? Schauen wir es an. Wir lassen es laufen und den Schritt für Schritt analysieren. Okay, gut. Man sieht es sehr deutlich. Sind wir am Anfang. Das ist schon sicher für jeden, wenn ich dir noch darf, für jeden abstellen. Da! Das haben wir nicht gesehen. Es haben es alle gesehen. Gut, dann tun wir es nochmal an. Wir haben es auch gesehen, weil er hat es nämlich als Einziger nicht gesehen. Wir gehen jetzt bis zu der Harry Hassler-Stelle. Das weiss ich. Harry Hassler-Stelle, wo? Sie kommt jetzt gerade schon zu. Wenn du weißt, was ich meine. Ich habe es nicht so gesagt, ich habe es als Freddy Hinz gesagt. Wenn du weißt, was ich meine, ist aber eine Redewendung von Harry Hassler. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ah, come on! Soll ich das Publikum fragen? Wenn das dir ja immer wieder passiert, du hast so viele verschiedene Figuren gespielt, dass du es durcheinander bekommen hast. Was? Nicht nur mit dem Sketch, auch privat. Ja, du hast deine Kunstfiguren nicht mehr im Griff gehabt. Eine ehemalige Freundin von dir hat sich beklagt, dass du in den intimsten Moment mit ihr als Herr Bischofberger geredet hast. Ach, so ein Blödsinn, echt. Wirklich. Also, so ein Blödsinn, dass ich meine Figuren nicht mehr im Griff habe, sagt einer, der seine Gesichtsregungen nicht mehr im Griff hat. Das ist wirklich absurd, weil ich habe meine Figuren nämlich sehr gut im Griff. Weil ich habe meine Figuren nämlich selber erfunden. Das war meine Idee. Finde ich gut.
Hello, you're my sunshine. Sorry. Gut, aber das ist doch jetzt wirklich ein spannendes Experiment gewesen und hat eben wirklich die ganz grosse Stärke vom Acting Confidence Retrieval and Recipient Sensibility Training gezeigt. So wie ihr zwei reagiert habt, das war geradezu schulbeispielhaft gewesen. Hat sich allerdings auch gezeigt, dass ihr etwas lange mit einem Coaching gewartet habt. Ja, ich hätte euch auch schon während der Zeit der Sendung können helfen können, eure Probleme beim Sketchdrehen aufzuzeigen und helfen können, euch ins Knörd zu lösen. Was mich jetzt aber doch interessiert, Dominik, was ist eigentlich deine Qualifikation, so einen Dreh von einem Videosketch zu beurteilen? Formal und inhaltlich. Genau. Du bist jetzt nicht als Kritiker oder Regisseur da, sondern mit deinem Audience Retrieval Dingsbums. Und sicher nicht, um ein Problem beim Sketchdrehen aufzuzeigen und helfen, einen neuen Nerd zu lösen. Und weißt du, Dominik, deine kleinen Nebentrollen bei dem Sketch von Deville Late Night, das langt einfach nicht ganz für deine grosse Klappe da. Ja, ja, das war mir ja klar, dass ihr zwei heute oben wahrscheinlich ein bisschen schwierigere Klienten werdet. Aber es ist gerade gut, dass das Publikum mal sieht, wie nötig ihr die Therapie habt. Und ich glaube, es liegt nicht an euch, mich jetzt nach jedem Arbeitsschritt zu qualifizieren, sondern ich qualifiziere euch. Meine Damen und Herren, das ist ganz eine klassische Reaktion auf meine Therapie. Genau diese Reaktion habe ich schon von ganz vielen Klienten gegeben. Von Siegfried und Roy. Das ist ein Gerücht und ich habe gesagt, ich werde da nicht öffentlich preisgeben, mit wem ich schon zusammen geschafft habe. Es sind einige. Also ich habe das Gerücht gehört, nicht Siegfried und Roy sind von dir therapiert worden, sondern der Tiger. Und der hat ja nur drum den Roy angefressen, weil er keinen Appetit auf ein fettes Rot zu einem Kupferdach hatte. Gehört wirklich nicht zum Thema. So, geht es jetzt hier oben um mich oder geht es um euch? Ja, weißt du, Dominik, das sind jetzt eben die Gerüchte, die du gern verbreitest, um dich wichtig zu machen. Man redet aber eben auch von deinen Duotherapien mit dem Acting-Confidence-Dings, wo du eben gescheitert bist. Ah, und welche wären das? Walter und Irina Beller. Das ist sie wahrscheinlich das Acting und er Confidence. Und deine Gage ist Retrieval. Ja, 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 ja. Interessant ist nur, dass die zwei unfreiwillig viel lustiger sind als ihr zwei, das freiwillig sind. So, jetzt zurück zu dieser Therapie. Natürlich kann ich durch meine lange Erfahrung auch etwas als Regisseur über das Sketch von vorne sagen und nicht nur als Stage Personality Coach. Ich habe mal auf Google recherchiert und mir findet also verdammt wenig über deine Methode, die angeblich aus dem angelsächsischen Raum kommt. Warum sind ihr denn zu mir gekommen? Das weißt du genau. Wegen dieser Darsteller- und Mime-Gesellschaft, die das so wollte. Weil heute jedes kleine Scheisstheater und überhaupt die ganze Szene sich deren angeschlossen hat. Und das ist nichts anderes als eine Zwangskooperation und vor allem du davon profitierst. Es ist jedenfalls auffällig, dass sie nur mit dir zusammenarbeiten. Hast du dir vielleicht schon mal überlegt, warum, Victor? Weil die nämlich von meiner Kompetenz überzeugt sind und vor allem von meiner Erfahrung. Sorry. Du meinst deine zusammengelockene Erfahrung? He? Dass du denen erzählt hast, du hättest in amerikanischen Spielfilmen schon Hauptrollen nicht gespielt? Ah, come on, das ist irrtümlich geschrieben. Ja, du hättest Truman Capote gespielt, die. Wie heißt der Film? Capote. Ja. Der Beagle ist schon einfach am Hauptdarsteller, um den Dings, wie heißt der? Philip Seymour Hoffman. Eben. Ja, was? Das habe ich jetzt noch nie gehört. Das ist so ein Blödsinn. Das habe ich nie behauptet. Die Chefin von der Darsteller- und Mime-Gesellschaft hat am Anfang gemeint, dass ich der bin, weil ich dem nun mal einfach gleich. Aber das ist reiner Zufall. Genauso wie du im Woody Allen gleich, Victor. Kinderschänder. Ja? Halt dich du draussen, hä? Und Victor, wenn ich schon so wahnsinnig untalentiert bin, warum hast du mich engagiert für Alonso, wo du hier im Casino-Theater inszeniert? Also gut, inszeniert, gell? Also, links, rechts, links, rechts. Du hast schon während der Zeit vom Fernsehen einfach nicht gewusst, wie eine Komödie im Theater funktioniert. Mhm. Du hast es zwar gewusst, hast es aber nicht können spielen, weil du die zweite Pointe verhauen hast, weil du den Text nicht können merken. Zum Glück musst du bei dem Acting Confidence Dings dir gar keine ganzen Sätze merken, sondern kannst ein bisschen vor dich anschwurbeln. Das wird eh nicht in Erinnerung bleiben von Alonso Victor, sondern deine bittere Inszenierung. Ja, stimmt. Ich habe die Regie auch nicht so toll gefunden. Ja, das ist jetzt ja gleich. Das gehört auch nicht dran. Hey, Moment mal, Mike. He? Wieso sagst du mir das erst jetzt? An der Premiere hast du sowas von begeistert, da, du Hurenheuchler. Tu doch nicht so, als wüsstest du nicht genau, dass man nach einer Premiere von Kollegen immer heuchelt. Weil die meisten von diesen Sensiblen in unserer Branche einfach keine Kritik vertragen. Ich kann mich noch erinnern, dass du nach der Premiere von heute Gemeindeversammlung zu mir gekommen bist und gesagt hast, hu, Mike! Sorry,
Du, also, haben das jetzt jemand oder ist der Meister in meiner Gage inbegriffen? Hä, hey, weißt du was, jetzt gehe ich einfach aus Eis rauchen. Du bleibst da. Und was ist das für eine Gage? Haben wir gemeint, du machst das aus Freundschaft? Ja, also, zahlte Freundschaft. Das ist wie Sponsored Content oder so. Ich glaube es nicht. Nach all diesen Jahren, nachdem wir die in unserer Sendung aufgenommen haben, und jetzt, wo wir ein bisschen Hilfe brauchen. Genau. Lass dich für ein bisschen Freundschaftsdienst zahlen. Das ist ziemlich desillusionierend, Dani. Also komm, bevor du jetzt anfängst zu heulen, ich will dich einfach daran erinnern, dass ja meine Zusammenarbeit in eurer Show nichts anderes als ein professioneller Deal war. Und zwar zwischen euch zwei und dem Simon Enzler. Der allerdings noch gewisse Rechtsansprüche an mir hatte, ja, wegen einem alten appenzellischen Leibeigenenverkommnis vom Heiligen Gallus. Aber da verstehen ja Flachländer sowieso nicht. Auf jeden Fall an so etwas wie Freundschaft mag ich mich ja nicht erinnern. Wir haben dich aufgenommen und du hast eine super Anstellung bekommen. Ohne uns wärst du vielleicht Ersatzbassist beim DJ Jötzi. Und jetzt als vermeintlicher Kollege oder sogar Freund verlangst du eine Gage. Nein, Maike hat recht. Wir haben ihn praktisch am Simon Enzler abgekauft. Ausgelehnt. Und zwar während der Sendung live. Also das habe ich anders in Erinnerung. Du hast einen Job gesucht und wir haben ihn kollegial aufgenommen. Nein, der Simon hat ihn wieder loswerden, weil er wieder allein hat auf Tournee. Und vor allem, weil der Simon ja so depressiv geworden ist, weil er ihn den ganzen Tag anschauen musste. Ja, stimmt. Der Simon hat wegen mir auch extrem zugenommen. Ist mir auch genau gleich gegangen. Also ein bisschen. Also, so ein Blöder, sag ich. Der Enzler hat gemerkt, dass wenn er noch länger mit mir auf Tournee geht, dass dann die Leute halt wegen mir in die Vorstellung kommen, nicht mehr wegen ihm. Komm, Dani, jetzt nimmst du dich ein bisschen sehr wichtig. He? Weil vor dem Enzler hast du dich als Solobassist für kirchliche Hochzeitszeremonien angeboten. Hat nicht so gut funktioniert. Ja, also Bescheidungen hat super funktioniert. Ja. Möglicherweise, aber im brutalen Alltag lebst ja du von deiner Minigolfanlage im Appenzellischen oben. Ja, als Unternehmen musst du dich ein bisschen diversifizieren. Laufe ich glaube nicht so gut. Ist eine kleine abschüssige Gegend, das ausserhalb. Darum bist du ja auch der Erste, der dort Minigolfanlage hergestellt hat. Stimmt das eigentlich, dass dein Kassenhäuschen bereits auf innerroter Gebiet steht wegen dem Steuerfuss? Und dass bei lang anhaltendem Regen auch der Übrigplatz langsam in seinen Rädlchen überrutscht. So, darf ich euch jetzt bitte daran erinnern, dass es jetzt oben nicht um Dani geht, sondern um euch. Jetzt schauen wir mal die Fakten an, ihr Klugscheisser. Wer ist denn erfolgreich unterwegs mit dem Soloprogramm? Mit dem Bassimist, wo ich übrigens nächsten Samstag in Büra der Aare spiele. Was machst denn du, Victor? Ja. Podcasts ohne Musik, ja. Oder erzählst du überall grossartig von einem Filmprojekt? Wie hast du, Dominik, was mich würde interessieren, warum muss eigentlich der Dani nicht so eine Therapie machen, obwohl er vorher Fernsehen gemacht hat und jetzt Theater? Weil es einfach nicht nötig ist, da jetzt so wenig Text bei euch in der Sendung. Ah, Bullshit. Moment mal, Dani. Ich bin im Fall auch mit einem Soloprogramm unterwegs, gell? Ja, ja, ich weiss. Der Gemeindepräsident. Und dass du für selbst Stück ja nur eine provisorische Lizenz hast, sei mehr als berechtigt. Heute Gemeindeversammlung, heisst's. Ist doch mehr gleich. Maike, ich hab's ja nicht einmal gesehen. Das ein oder andere gehört, ja. Und sorry, halt eben nicht nur gut. Also, viele finden ja, das sei total... überschätzt. Ja. Und sei auch viel... zu kurz. Ja, so, wenn ein Sketch. Ja, genau. Und in der Kritik ist so gern gestanden. Dass er die einzelnen Silben so betont. Ja. Ja. Und dass er so mega auf Knuddelbär macht. Quatsch. Das hat die Weltwoche wegen dem Bestatter geschrieben. Für die Weltwoche ist der Tod sowieso etwas Sozialistisches, weil er für alle gleich ist. Gut, also aber ist das jetzt klar, Mike, wegen Dani seiner Gage? Er bekommt natürlich für das Acting Confidence Retrieval heute oben etwas, wie wir alle auch. Was wollen wir alle auch? Ja, Mike, es ist wie immer. Also, wir teilen uns untereinander und zusammen mit dem Theater das Geld, das heute oben da durch den Ticketverkauf reinkommt. Ihr habt alle Eintrittsgeld. Um uns zu unterstützen. Das finde ich jetzt also echt toll. Siehst du, Victor, so eine Nähe wäre mit einem Sendungspublikum nie möglich gewesen. Nein, dort sind alles Billagzahler gratis drin.
Es geht jetzt um die Wünsche und Bedürfnisse von diesen Zuschauern hier. Darf ich fragen, was sind eure ganz persönlichen Beweggründe waren, um heute so, wo du ankommst? Ja, warum echt, Mike? Sie wollen unterhalten werden. Nein, darum mache ich jetzt hier gescheit ein bisschen Musik, bevor es mal wegen dir zu Bindler auf dieser Bühne wird. Eine lange Pause. Gut, ein bisschen abrupt gewesen, aber eigentlich gar keine schlechte Idee. Meine Damen und Herren, wir machen eine Viertelstunde Pause. Wer mir? Also Pause, das meinst du jetzt nicht im Ernst, oder? Doch, Pause, wie üblich. Wir haben doch in der Sendung nie Pause gemacht. Ja, Victor, das ist ja auch nicht die Sendung. Von der versuchen wir ja gerade wegzukommen. Nein, nicht wegkommen, einen neuen Approach zum Publikum. Ja, ja, und das Publikum, das hat jetzt eben gerne Pause. Woher weißt du das? Nicht, die einen haben Durst, die anderen müssen ein bisschen. Was weiß ich? Ja, was weißt du? Also sorry, da bauen wir auf so einer Bühne eine Atmosphäre auf, eine Stimmung, und dann muss man die eigene Performance unterbrechen, nur weil ein paar Menschen schiffen. Also in meiner Pause, das ist so 90s. Okay, also wir sind noch nie mit dieser Therapie. He? Aber wisst ihr was? Ich muss jetzt rauchen. Wir überlösen euch das einfach im Publikum. He? Dann fragst du doch. Sau gute Idee. Meine Damen und Herren, ganz schnell eine kurze Umfrage. Wer von Ihnen hätte denn gerne eine Viertelstunde Pause? Alle! Gut! Viertelstunde Pause! Das ist schon bitter, wenn ein ausgebildeter Schauspieler die Spannung in einer Pause nicht aushalten kann. Und so unprofessionell. Sie, wie heisst es? Publikum, genau. Sie haben gehört, es ist Pause. Wenn Sie die Spannung auch nicht aushalten, bitte gehen Sie in Pause. Wir bleiben. Eine Pause. Pause. Hast du gewusst, dass der Mensch im Leben durchschnittlich 24 Jahre lang Pause macht? Ist das nicht die Zeit, die er mit Schlafen verbringt? Ja gut, das ist Schlafen anders als Pause. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Und wenn ich mir vorstelle, was die zwei anderen schwätzen jetzt in ihrer Pause. Ja, hey, über das Publikum. Ob gut oder schlecht. Ich muss es nicht haben. Ja, und vor allem, es ist so unfair unserem Publikum gegenüber. Ich meine, schau es mal an. Die sind komplett ab der Rolle. Ich meine, nach dem Durcheinander von Dominik wissen die jetzt nicht, müssen wir sitzen bleiben? Dürfen wir rausgehen? Hey, arme Siechen! Ja, sie wissen natürlich nicht, ob sie jetzt etwas verpassen. Ja, und das zu Recht. Aber die gesagt, die Türen sind oft, gell? Es gibt übrigens im Casino-Theater in der Pause Glassen.
Vanillebeer, Schoki, Haselnuss, Banane und Mokka. Sowohl am Stängeli wie auch das Garni. Du, Mike, musst mal schauen, die erste Reihe, also 1A, sind alle noch schön drin. Mhm. Aber auch da wird es einen Moment geben, bis der erste Verräter oder Verräterin raus muss. Das tun wir jetzt ein bisschen beobachten, wer es ist. Es ist nämlich noch verrückt, wie so eine Pause aus normalen Zuschauern kann Egoisten machen. Mhm. Habe ich schon gesagt, dass es aus Stracciatella gibt? Mike, darf ich dir eine kleine Erfrischung geben? Durst ist so etwas Schlimmes. Also, das hat jetzt ein Gast, der von 6 Kellnern bedient wird. Und ich kann euch sagen, gerade die Frauen unter euch, es hat noch nie so eine kleine Schlange vor der WCs gegeben. Ich meine, ist nicht mein Ding. Misch mich auch nicht ein. Me too. Also. Also, gell, die Zeit, die ihr jetzt hier hinsetzt, die geht noch vor der Pause noch. Musst mal schauen, hier oben auch ein Block. Ein Block. Gut, die haben wahrscheinlich ein bisschen Angst. He? Ja, ja, die Steiger ist es eigentlich nach der Pause. Ja. Mit diesen Knien, die ich hier sehe, da will ich nicht ab und wieder ruhen. Und vor allem hinten bei den Stegen, da sieht man ja manchmal, Zuschauer, wenn sie zurückkommen, verschwinden und dann meint man, sie kommen oben raus und sie kommen nie mehr raus. Und die findet mir dann manchmal im Sommer bei der Reinigung. Dann tun wir es rezyklieren. Das steht auch so, wenn Metzger im Sözli ist. Lass die Klasse sie am Adauen draussen. Perfekt im Moment. Du, Mike, ich merke gerade, wenn ich da hocke, werde ich plötzlich hure hässig. Geh wieder weg. Ah, jetzt gehe ich zwei, ja, ein. Ein kleines Fluchtgrüppli hat sich fast gebildet. Schau, das ist einfach so: je länger als ihr wartet, mit aufs WC gehen in dieser Pause, desto knapper wird es. Irgendwann kommt der Point of No Return. Und dann kann man nur noch aufs Klo mit einem top trainierten Beckenboden. Also gerade für ältere Herren wird es irgendwann mal schwierig, raus aufs WC zu gehen und zurückzukommen, ohne zu tröpfeln. Glauben mir, ich weiß, wovon ich rede. Aber ein paar wenige sind draußen. Für die wenigen, die draußen sind, machen wir jetzt etwas Kleines. Wenn ich jetzt ein Zeichen gebe, wenn ich so mache, dann dürft mal alle ganz laut klatschen und jubeln. Aber nur ganz kurz. Okay. Schau, wie die Zäckchen kommen. Hä? Oh nein, das ist nur ein Kameramann. Es ist Pause! Es gibt nichts zu sehen, da hinten. Einer trinkt Bier draußen. Der prostet sogar noch zu. Schade, dass ihr das jetzt nicht seht. Ja, ja. Da gibt es natürlich auch Zuschauer, die einfach in Pause gehen, aber die trotzdem drinnen bleiben stehen. Das sind die sogenannten hybriden Zuschauer. Nein, danke. Also, heute sind sie sowas von diszipliniert. Ja. Und sonst, Mike, daheim, alles klar? Ja, es muss. Aus, eins nach dem anderen, wie zu Paris. Ja, ja. Es muss, gell? Hm. Weißt du, das letzte Hemmli hat keine Säcke. Ja. Es geht allen gleich.
Hat er morgen Sonne? Nein, er hat morgen auch wieder Nebel und bewölkt, ja. Kalt. Ja, er hat aber etwas Schnee gehabt in letzter Zeit. Viel Schnee gehabt, ja. Nein, aber er hat jetzt noch mal richtig kalt. Ja. Er hat schon immer dann einmal wieder etwas anderes. Ja. Kennst ihn du eigentlich? Nein. Auch nicht, hä? Komisch, weil man ja immer weiss, was er so hat und trotzdem kennt man ihn nicht. Aber wir lassen ihm noch gern zu. Ja. Stimmt. Sei's, wie's will, ich habe mich gestellt. Mir gefällt es einfach, wie sie einem treuherzig anschauen und obwohl nichts passiert. Lass ich kann noch sagen, so eine Viertelstunde kann verdammt lang sein. Ah, dort geht jemand raus. Ja, ja. Jetzt, dort, ja. Jetzt nimmt mich Wunder, wie die zu den Türen kommen. Ah, sie gehen hinten rum. Es gibt dann aber einen kurzen Bisou, wenn wir jetzt noch rausgehen. Und das dauert dann lang, bis wir wieder an dem Platz sind dort. Das tun wir dann beobachten. In der Regel sind es ja entweder die in der Mitte oder die ganz aussen, die rausgehen und dann ganz am Schluss kommen, damit alle anderen müssen aufstehen müssen, wenn sie zurückkommen. Ich neue Scheibe nach der anderen rausgetatscht beim Durchlaufen. Und am Schluss noch falsche Reihe, Entschuldigung. Oh, schau jetzt dort, schau jetzt. Ja, die reisst noch ein paar andere mit. Schau, er benutzt es auch gerade. Er benutzt es auch gerade und meint, man sieht ihn dann nicht. Aber das ist gut mit dem roten Bulli, das sehen wir dann bei mir wieder deutlich. Den merkt man uns. Ja. Mhm. Und der sitzt einfach da. Thrombose, kein Thema. Oder Hämorrhoiden. Hm? Ah, beim Wort Hämorrhoide ist er gerade aufgestanden. Zaubi im Auto vergessen. Ja, sie nimmt die Handtasche mit. Würde ich auch, wenn ich noch zu nicht dort hocken würde. Es kommt ja viel Zeug weg. Einmal. Ja, so ein kaltes Bier wäre jetzt herrlich. Das wird heikel, aber jetzt dort. Du wüsstest sie, dass die zweite Hälfte zwei Stunden geht. Ja, möglicherweise. Was sie nicht wissen, ist, dass wir in der zweiten Hälfte mit der Heizung fahren. Ja, das sind Sie sicher, dass Sie nicht müssen? Also, es ging jetzt noch ganz schnell, geht es noch. Aber es kommen schon die Ersten zurück. Zwei Glassen geholt hier oben. Ja, da oben schmelzen sie noch schneller. He? Da ist jetzt keine schnell die Stege aufgekommen. Ja, der hat ein Zuckerloch gehabt. Aber wir würden es nicht angesehen. Eigentlich. Ja, nein. Oh, jetzt geht noch jemand runter. Jetzt sieht man es, jetzt geht sie die Stege ab. Jetzt sieht man sie dann da hinten rauskommen. Dann nimmt mich jetzt Wunder, ob sie jemals wiederkommt. Wir sagen euch, wenn ihr alle den Kopf drehen. Ja, genau. Achtung, 3, 2, 1. Jetzt kommt sie, da ist sie, sehen Sie sie. Ja. Also, eine Minute, hä? Ein paar sind extrem am Verheben. Das ist der Gong. Der Gong heisst Heiko. Ja, da kommt jemand heim. Ja, es war jetzt schön mit euch, muss ich sagen. Ja, Sie können schon da durch. Ja, ich komme mit. Mhm. Hat es jetzt das gebracht draussen? Ja, jetzt müssen alle aufstehen wegen Ihnen, sehen Sie? Wenn Sie drinnen geblieben wären, hätten Sie jetzt nicht alle gesehen. Ja, schauen, die Leute können ja fast nicht mehr stehen. Also. Der rote Bulli kommt auch zurück. Ich muss sagen, die jetzt reinkommen, sehen eigentlich nicht besser aus, als wo sie raus sind. Jetzt die natürlich reinkommen, fragen die drinnen geblieben sind. Du, haben wir etwas verpasst? Sie sagen die drinnen geblieben sind, zu denen, die reinkommen. Ja, jetzt haben sie halt Kleider wieder an, gell?
Schön brav. Jetzt sind noch eine statt zwei, stehen noch drei, zwei, eins, jetzt sitzen alle. Das ist eben die Schwarmintelligenz. Ja. So, jetzt. Oh. Ja. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben fast alle eine schöne Pause gehabt. Dann können wir jetzt weiterfahren mit dem Acting Confidence Retrieval and Recipient Sensibility Training. Der nächste Punkt, den ich gerne darüber reden würde, ist der Talk mit einem Gast und das Protokoll. Voilà, das haben Sie schon erahnt. He? Nein, wir haben in der Pause deine Unterlagen angeschaut. Ziemlich dürftig, deine Fachnotizen. Was geht's eigentlich noch? Hey, wieso hast du dort Fotos von Siegfried und Roy und dem Tiger? Wieso brauchst du das heute Abend? Du musst ja heute keinen Tiger therapieren, wenn schon eher ein Dalmatiner. Hey, Mike, kein Privat. Hey, lass mal das hinterfotzige Geschnüffel in meinen Akten finde ich wirklich das Hinterletzte. So. Thema Talk. Ihr habt ja immer einen Gast in der Sendung. Der ist auftreten, dann haben wir ihn begrüßt, sind aufgestanden, haben ihm die Hand gegeben. Nein. Wir haben ihm die Hand nicht gegeben, wir sind auch nicht aufgestanden. Wir haben solche Ritual vor der Kamera immer peinlich gefunden. Dominik hat den Talkteil unserer Sendung offenbar nie geschaut, beziehungsweise zur Vorbereitung seiner sackteuren Therapie auch nicht für nötig befunden. Ja, und der Mike schreibt immer noch das Protokoll, auch ohne Computer. Das tun wir ihm auch noch abgewöhnen. He? Mit wenigen Ausnahmen haben wir übrigens unsere Gäste auch nicht duzt. Das hat immer den Anschein von Kumpanei erweckt. Also zum Teil sind wir auch mit Politikern duzis gsi, wenn wir es mit ihnen lustig hatten. Gell, Fiktose? Das war unsere Form von Personenfreizügigkeit. Danke, Toni. Das weiss ich denke auch. Ich war auch ein paar Mal bei euch in der Sendung und einmal sogar selber auftreten. Also. Denkt, wir seien Kumpels. Ja, du müsstest es wissen, Dominik. Weil, abgesehen vom Therapeutischen bist ja du eigentlich ein Berufskollege von uns. Was heisst da eigentlich? Ja, in dem Sinn, dass du natürlich sehr viel weiter bist als mir. Ich meine, du selber hast ja die Therapie nicht nötig, sonst könntest du sie auch nicht leiten. Aber sag mal, weißt du das bei dir? Wenn du als Schauspieler in einem Stück spielst, darfst du dich auch da gleichzeitig als Therapeut beobachten? Ja, das ist natürlich ein Problem, das stimmt. Aber ist natürlich für einen Schauspieler auch eine ganz tolle Herausforderung. Weißt du, gar nicht zu spielen, sondern völlig normal zu wirken. Du haltest dich also für normal? Nein, ich rede von einer Wirkung, nicht von einem absoluten Zustand. Ja, das ist ja toll, Dominik. Ich meine, du kannst ja auch vieles. Gell? Du bist ja Schauspieler, du bist Regisseur, für ohne Rolf zum Beispiel. Aber sag mal, kennst du das auch, Selbstzweifel? Wenn ihr zwei wüsstet, wie sehr das Selbstzweifel meinen Alltag prägt. Ich steige jetzt mal schnell aus dieser Therapeutenrolle. Haben ihr zwei überhaupt eine Ahnung, wie das ist, wenn man sich den ganzen Tag nur um Probleme von anderen Leuten kümmern muss? Ich meine, als Regisseur hast du mit Schauspielern zu tun. Das sind Menschen, die klettern auf der Bühne und dann verstellen sie so ein bisschen ihre Stimme und denken, das ist lustig, das langt. Oder hast du mit so Fernsehgesichtern zu tun, die auf die Post gehen und einen eingeschriebenen Brief an die eigene Adresse aufgeben, damit sie am nächsten Tag wenigstens beim Pöstler wieder mal ein Autogramm geben können? Das Gefühl, da kommen keine Selbstzweifel auf. Und wenn die Stimmung sinkt, dann steigt natürlich der Druck auf den Regisseur, ist ja klar, oder auf den Therapeut oder die Rolle, wo ich gerade drin bin. Aber das muss ich aushalten, ist ja klar, ich bin ein Profi, oder? Aber wehe, ich wollte mich auch nur einmal beklagen. Also, kürzlich da bin ich mal zu der Chefin gegangen von der Darstellung in meiner Gesellschaft, so ein bisschen Dampfwellen ablassen und dann sagte sie zu mir, ja, also Herr Müller, wenn Sie so sensibel sind, dann wären Sie besser einfach Schauspieler bleiben, da kann man wahnsinnig viel Geld verdienen mit Umheulen. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Mit Schreien kannst du noch viel mehr Geld verdienen. Und hast du schon mal etwas von einem Bühnenunfall gehört? He? Von einer Ohrfeige, die im Gesicht der Kollegin landet, weil sie im falschen Moment den Kopf auf die falsche Seite abdreht. Das ist aber vom Strafrecht ausgenommen. Da haben die Schauspieler ein Sonderrecht. Willst du ein Glas Wasser? Ach, genau das hat der blöde Sautotschau gesagt. Dominik? Wollen wir nicht mit unserer Therapie weitermachen? Ja. Was?
Also, ich habe das jetzt toll gefunden, wenn er aus sich rausgekommen ist. Ich meine, mit dieser Intensität hätte ich ihn gerne in meiner Inszenierung bei Alonso. Victor maßt sich jetzt auch noch die Therapeutenrolle an. Komm, Mike, das Protokoll interessiert jetzt gerade niemand mehr. Hm? Victor macht spontan eine Einlage als Stepptänzer. Hey, Moment, wenn schon es verkehrt, es passiert umgekehrt. Weil nicht das, was du da protokollierst, passiert, sondern das, was passiert, tust du protokollieren. Ich habe das mit dem Protokoll sowieso nie verstanden. Ja, X-Interviews, irgendwelche Zeichen gefunden, für was es das Protokoll ist. So, ich würde jetzt sehr gerne zum Thema Kritik kommen. Und zwar ganz grundsätzlich. Und ausnahmsweise jetzt mal nicht eure Kritik an Dani oder an mir, sondern Kritik an euch. Oder, wie der Christian Morgenstern das schon gesagt hat, in dem Maße, in dem der Wille und die Fähigkeit zur Selbstkritik steigen, hebt sich auch das Niveau der Kritik an anderen. Das ist eben das Zeichen, wenn ein ausgebildeter Schauspieler einen Satz auswendig gelernt hat, aber ihn nicht versteht. Genau, Mike. Ich bin ausgebildeter Schauspieler und zwar bin ich eidgenössisch diplomiert. Nicht so wie du, Theaterstudio Olten. So, aber was ihr ja nie verstanden habt, das ist die öffentliche Kritik an euch. Was? Das hat mich doch sowas von cool genommen immer. Ja. Wir haben gewusst, wir teilen aus, also müssen wir auch einstecken können. Ah, und wie war das damals, wo der eine Kritiker geschrieben hat, dass die einfach nicht so frech sind wie die Deutschen? Das war ein Arschloch. Der Rasierschaum hat mich jedenfalls nicht gerührt, als ich das Auto damit eingeschmiert habe. So ein Arschloch. Ja, so viel zum Thema Lockene, gell, Victor? Also für mich war es nach dem Rasierschaum erledigt. Ach, komm, Mike, so cool bist du auch nicht. Hast du ja nachher in den Kommentarspalten ausgetobt. Ja, aber nie unter meinem Namen. Nein. Unter dem Pseudonym Knuddelbär. Nein, Good-Looking Bear. Ja. Ich finde, man sieht hier jetzt schon zwei durchaus kritikempfindliche Künstlerseelen. He? Ja, hast du das etwa erst jetzt gemerkt, oder was? Pure Mimose sind's. Dann bitte, du kannst dich nachher gerne auch noch äußern, aber würdest du mir nicht permanent meinen Prozess unterlaufen? Ja. Also, ich kann ja sehr gut mit Kritik umgehen, wenn sie gut geschrieben ist und vor allem fachlich fundiert. Weil ich finde, gerade als Künstler kann einem so eine Kritik ganz neue Wege aufzeigen, wenn es nicht gerade von einem Arschloch ist. Also, wir zwei haben ja intern immer schonungslos Kritik gehört, also gegen sie. Ja, ja, ja. Wobei, ich bei dir nie so Kritik gehört habe, wie du... Nein, Mike, es ist nicht ganz gleich. Weil da, wo du meinen italienischen Akzent kritisiert hast, weil ich dann Donatella Versace gespielt habe, hast du zu mir gesagt... Lass mal, Victor, du hast aus Donatella so geredet. Gasche nicht de macke, ische de gacke. Ja, ja, das ist italienisch. Das ist Blödsinn, das weisst du. Hey, wer von uns hat den italienischen Nachnamen, du oder ich? Ja, du kannst ihn ja nicht einmal richtig aussprechen. Giacomo. Richtig wäre aber Giacomo. Acht. Giacomo! Ah, so schön! Danke, dass du mir das sagst, Mike! Siehst du jetzt, wie er cool kann mit Kritik umgehen? Was fang los, Tronzo, die mir wegen Katze? Gehst du nicht den Macke, den Gicke, wenn ich den Gucke, ist er nicht der Gacke, der Macke. Ist er nicht der Gicke? Ist er der Gacke? Macke, nicht der Gucke, ist er. Nicht der, nicht der, ist er. Gucken, nicht. Nein, nein, nein. Die müssen jetzt nicht gerade wieder verwedeln. He? Ich finde, man hat jetzt gerade sehr gut gesehen, dass die durchaus auch intern wirklich Mühe haben mit Kritik. Wisst ihr das? Habt ihr immer das Gleiche lustig gefunden? Ja. Ja. Es ist praktisch immer eine gesehen. Außer der Victor ist nicht von einem Arschloch kritisiert worden, sondern hat eins gespielt. Hm. Zum Beispiel? Ja, er meint den Hitler. Genau. Ist ja heutzutage ein bisschen müßig, sich über einen Hitler zu amüsieren. Hey, ich habe mich in diesem Sketch, der Mike meint ganz bestimmte Nummern, nicht über den Hitler amüsiert, sondern ich habe die Gefahren von der Verführbarkeit von Jugendlichen gegenüber am Faschismus aufgezeigt. Aha, interessant. Und wie hat denn das ausgesehen? Ja, das ist jetzt ja gleich. Nein, nein, das würde mich jetzt wirklich interessieren. Komm, zeig doch bitte mal. Okay.
Eines Tages betrat der kleine Hitlerjunge Baldur einen Spielzeugladen am Berliner Alexanderplatz. Dort schaute er empor auf ein Gestell, wo zu oberst lauter Schalimpfe saßen, worauf sich eine Verkäuferin ihm näherte, ein blondes deutsches Mädel, und ihn frug: Soll ich dir einen runterholen? Worauf der kleine Baldur antwortete: Gerne, aber zuerst möchte ich einen Schlumpf! Ich werde den Minigolfplatz in Appenzell bombardieren. Den Erdboden gleich machen. Das kann jetzt 3 Stunden gehen, oder? Siehst du, aber Nico, mit dem uralten Witz kämpft der Victor als Satiriker gegen Faschismus. Und dann hat er die Verkäuferin auch noch selber spielen, und zwar als Eva Braun. Und wie haben wir das denn gelöst? Wir haben uns zusammengesetzt und haben uns geeinigt, dass wir beides nicht machen und stattdessen Frau Grütter mit ihrem Sohn Armin gespielt. Nicht weit weg vom Hitler. Armin! Hab ich da den Schlumpf abholen? Gut, aber also ich meine, die wichtigste Kritik, das ist doch das direkte Feedback der Zuschauer hier. Ja, das ist aber auch ein kleines Problem an diesem Beruf, oder? Weil von den Zuschauern hört man immer nur das Positive. Das Negative sagen sie ja nicht. Das ist ziemlich selten, dass nach einer Vorstellung ein Zuschauer zu einem kommt und sagt: Grüezi, Herr Müller, ich habe sie heute so oben grottenschlecht gefunden. So ein Arschloch. Victor! Es ist statistisch erwiesen, dass ein Teil der Zuschauer uns nicht gut findet. Das war bei der Sendung auch so. Gut, aber die haben wir wenigstens nicht gesehen. Ja, und wenn man halt immer nur ein Kompliment bekommt, dann glaubt man es in irgendeiner Show. Das heisst, dass wir hier überhaupt eine Therapie machen, weil wir vielleicht ein bisschen leichtgläubig. Ja. Verwöhnt. Ja. Weil wir halt ein bisschen versaut. Jetzt lass den Mike endlich mal ausreden. Arschloch. Victor. Das heisst, an dieser Situation sind nicht nur mehr die Schuld. Es gibt auch noch so etwas wie eine Verantwortung vom Publikum. Ich werde dir nichts gesagt haben. So, Mike, kannst du jetzt bitte mal die Kaffeemaschinen in Ruhe lassen? Ich habe hier noch ein paar Punkte, die ich heute oben sehr gerne mit euch darüber diskutieren würde. Das Schlimmste, was du an der Kaffeemaschine antun kannst, ist, wenn du sie nicht brauchst. Du, sag mal, müssen wir jetzt wirklich noch mal über die Kaffeeneurose von Mike reden? Hä? Und über den unglaublich tollen Umstand, dass er mal eine Fernsehsendung gegeben hat, wo eine Kaffeemaschine drin vorkam. Und dass die Kaffeemaschine, was für eine Sensation, jetzt heute Abend da steht. Nur damit der Mike überhaupt fähig ist, so einen Abend durchzustehen. Es nervt mich nur schon, wenn er das Götzenbild dauernd anglotzt. Stattdessen könnten wir vielleicht mal über den sozialen Aspekt des Kaffee diskutieren. Und zwar losgelöst von Mike seinen kulinarischen oder, muss man sagen, pharmakologischen Bedürfnissen. Darüber diskutieren, dass das Wort Kaffee vom abessinischen Königreich Kaffa herkommt, wo übrigens auch in der Tudor-Zeit noch gar keine Rolle gespielt hat, weil die den Kaffee gar noch nicht kannten. Und darum hat der Henry den Äther Kaffee nicht getrunken und seine Tochter auch nicht. Und die Vorsokratiker auch nicht. Kann ich jetzt endlich mal losreden? Stattdessen könnte man darüber diskutieren, dass der Begriff Kaffee eben auch im Sklavenhandel korrumpiert worden ist. Dominik, du brauchst jetzt etwas Süßes. Ja, bitte. Es ist ziemlich dringend. Kannst du mir nicht schnell etwas holen? Nussgipfel, Spitzbuben, Mädchenbein. Hey, hey, Spitzbuben, Mädchenbein. Mike, so etwas kannst du doch heute einfach nicht mehr sagen. Wirklich nicht mehr. Ich sage ja, es ist dringend. Aber eine Kaffeemaschine ist okay, oder bürde mir denn die moralische Schuld vom Sklavenhandel auf? Ja, aber ich will mich dort einfach nicht zum Mittäter machen. So, schau da, Victor. Weißt du nicht, wie man denen im Moment gerade sagt? Das ist eine Kalorienbombe mit Rassismus-Hintergrund. Ja,
Ich meine, es ist mir schon klar, wieso der Victor nicht über den Kaffee reden will. Wir haben ja schon darüber diskutiert, es wird einfach langsam ein bisschen langweilig. Hey, jetzt sag ich es mal, warum. Also, ist Ihnen nie aufgefallen, dass der Victor in der Sendung den Kaffee, den ihm der Mike jedes Mal serviert hat, gerne getrunken hat? Ja, das stimmt. Ich musste seinen Kaffee auch immer trinken. Und das war für mich manchmal schwierig, weil meine Mutter mir in meiner Kindheit... Mike, wir würden doch jetzt gerne eine Antwort von Victor hören. He? Ich habe eine Allergie gegen Kaffee. Medizinisch. Ah ja, und welchen Arzt hat das diagnostiziert? Ein Schaman aus Burkina Faso hat mir eine Vibrationsanalyse gemacht und die hat ganz klar ergeben, dass das gehört alles nicht da. Und Victor, ich bin dein Freund, mich kannst du doch alles erzählen. Aber doch nicht jetzt da. Doch, eben gerade da, Victor. Komm, erzähl von deiner Blockade. Ich habe keine Blockade. Der Mike hat eine Blockade, weil keine Kaffeemaschine genommen ist und die kann man lösen. Ich habe ganz eine klipp und klare Koffeinallergie. Und für die Allergie tue ich mich bei euch nicht entschuldigen. Weil das ist nämlich auch eine Last für mich, ganz sozial. Ich meine, alle sagen immer, ja, der grosse Mike, er kann literweise Kaffee trinken. Und der andere ist so ein Sensibel, der bei jedem Espresso ab dem Stängel kippt. Wenn es nicht so. Victor, der ist an mir, sich zu entschuldigen. Ich meine, er hätte doch statt Kaffee auch Tee gemacht. Tee. Schwarztee. Schon mal überlegt, was im Schwarztee drin ist. Schon mal einmal überlegt, was Schwarztee ist. Oder ein Wermentee. Ah, ja, okay. Wermentee, gut. Ja. Aber zuerst ziehen lassen, abkalten lassen, nochmal ziehen lassen. Weil sonst wird ein Wermentee schnell einmal toxikologisch. Du, wollen wir echt noch mal ein Bödeli machen mit ein bisschen Zucker? Oh, ja, gern. Danke vielmals. Dann teilen wir es. Teilen. Ja. Merci. Wunderbar. Also jetzt hat man endlich einmal gesehen, dass ihr auch anders könnt und nicht nur aus dem Testosteron heraus argumentieren. Also, ich glaube, so langsam zeigt da oben seine Wirkung. He? Jetzt haben wir an eurer Auftrittskompetenz geschafft, sind zusammen das Regelwerk der Theatergesetze durchgegangen, haben eure Haltung zur Aktualität und zur Kritik überprüft, haben im Mike sein Sketch Lampenfieber live geheilt, haben im Victor seinen Zuckerspiegel ausgeglichen. Also, insgesamt haben wir wirklich Fortschritt gemacht. Nur bei dieser Kaffeemaschine haben wir jetzt wieder auf regredieren. Darum schlage ich jetzt vor, dass wir kurz vor Schluss den Druck noch mal so richtig erhöhen. Und wie machen wir das? Ja, mit dem Publikum, das ist ja klar. Meine Damen und Herren, jetzt sind Sie gefragt. Beziehungsweise Sie fragen. Stellen Sie diesen beiden einfach mal alle Fragen, die Sie schon immer wollen. Moment mal. Also nur professionelle Fragen? Nein. Jetzt gehen wir aufs Ganze. Komplette Offenheit. So bin ich meine neue Beziehung mit mir. Ja, genau. Fragen Sie den Victor mal zum Beispiel nach seiner wirklich jungen Freundin. Ganz eigentlich nicht. Nein, machen wir nicht. Das ist klar. Also, ich habe keine Tabu. Ah, dann fragen Sie Mike doch mal, warum er in der Delikatessabteilung vom Globus ein Rayon verboten hat. Kann man auch mal fragen. Bitte, stellen Sie Ihre Fragen ganz offen. Es können Fragen Sie aus jedem Gebiet. Naturwissenschaft. Haushaltsführung. Liebe Beruf Finanzen. Wer hat eine Frage? Warum machen Sie keine Pause? Der Herr fragt, warum wir keine Pause machen. Also, wir haben ja eine gemacht. Darf man eine Gegenfrage stellen? Sind Sie in der Pause gewesen oder nicht? Wegen euch nicht. Was? Wegen euch nicht. Wegen uns seid ihr nicht in der Pause gewesen? Ja. Ich gar kein Mitleid. Und dann hat es Ihnen gefallen, oder? Das Bier wäre auch gut gewesen. Ja, aber für die Pause haben Sie gezahlt. Bier können Sie noch manchmal trinken im Leben, Pause können Sie nicht so oft. Gibt es weitere Fragen? Sie können auch ganz nette sein. Das kann ja bösartig sein. Mhm. Wir brauchen es wirklich für Therapie. Ja, und ich habe meinen Zuckerschock durch. Ich bin ziemlich gut drauf. Wann steht er am Morgen auf? Die Dame fragt, wenn er als mir am Morgen aufsteht. Mhm. Er steht meistens gar nicht auf. Ja. Also eigentlich müssen wir sagen, wir stehen nicht miteinander auf.
Meinen Sie wirklich, wir stehen miteinander auf oder wollen Sie so einzeln noch richten? Einzeln, ja. Mhm. Okay, ich stehe so um die 10 Uhr auf. Wahrscheinlich Sie ein bisschen früher. Und ihr läutet mir am 4. ab 10 Uhr an? Mhm. Hey, ihr steht früher auf, ist das 7, ja. 8. Er hat senile Bettflucht. Obwohl er behauptet, er sei jünger. Ich schlafe dafür durch den Tag auch überall ein. Ich bin schon auf der Bühne eingeschlafen. Das stimmt, ja. Noch zweimal. Das war allerdings bitter. Mhm. Also für die anderen? Ja. Wir sind dann heimgegangen und er ist dann aufgewacht im leeren Saal. Ja. Er war nicht in diesem Theater. Ja, das hätten wir da nicht geduldet. Da wäre ich mich verbeugen nachher. Mal, da habe ich auch schon geschlafen, aber im Zuschauerraum. Also, sonst noch eine Frage? Mit wem hast du da schon geschlafen? Nein, allein. Nein, nein, ihr wobei, wenn ich mir es genau übernehme. Ich wüsste jetzt da Sachen zu erzählen, aber das ist jetzt okay. Sie können nachher mich persönlich ansprechen. Ja, bitte, Frau. Wo verbringen Sie Ferien? Wo verbringen wir Ferien? Ja, also, ich am liebsten dort, wo man das Schweizer Fernsehen nicht kennt. Aber, das ist ja schnell der Fall. Zweimal umgehen und ich bin in der Ferien. Ich gehe in die Lützelau rauf, das reicht mir. Mhm. Dort ist der Empfang schon schlecht. Wobei, du gehst doch einmal 3 Wochen auf Schlieren, oder nicht? Aber nur im Winter. Ja, dort ist es dann auch am schönsten. Ja, im Winter ist es am schönsten. Also Winter im Schlieren. Ja, das also... kann ich also nur empfehlen. Ja, ja. Und wir schauen schnell wieder daheim. Ja. Ich mache etwa die Städtereise auf Wil St. Gallen. Ja. Und so, wir quatschen dann auch Hurenblödsinn. Ja, ja, ja. Ich könnte mir nicht eine Frage stellen, ob man gescheites Zeug hat. Ja, also wirklich. Hinten hat der Herr eine Frage. Ich habe eine Frage. Gehen wir einander wirklich jemanden auf den Geist oder ist das alles nur gespielt? Oh, da hat es einen herausgefunden. Ja. Ja, es ist also so, dass wir natürlich auf der Bühne jetzt tun, wie wenn wir befreundet wären. Victor! Ja. Aber in Wirklichkeit, wir verkehren nur noch über Anwalt. Und mein Anwalt sagt, sie Anwalt sei ein Arschloch. Nein, da, wir haben uns schon längstens nichts mehr zu sagen. Mhm. Außer den Text, den wir müssen reden, oder? Ja, es ist nicht einfach. Nein, wir gehen uns etwa die, um jetzt noch ernsthaft zu werden, schnell, wir gehen uns etwa die auf den Sack, das ist so. Darum ist er so klein, er war ja früher grösser. Aber wir haben noch nie erkannt. Der Mike war früher noch dünner. Er hat sich den Frust über mich angefressen. Und das gibt mir immer wieder eine grosse Genugtuung, wenn ich ihn anschaue. Darum gehen wir auch miteinander in den Zirkus. Jawohl. Weil er ist der ideale Ersatz für die Elefanten, die er dort hat. Ja, gut. Und, was kommt er ist denn mit den Elefanten noch in Sinn? Er ist am Üben bei seinem Rüsseli. Ja. Ich möchte dazu nur sagen, ein Rüsseli ist klein, aber es sieht die Arbeit. Was war eigentlich die Frage? Ob man uns auf eine Sache geht. Ah, ja, genau. Ist jetzt gerade ein schönes Beispiel. Ja. Nein, aber wir haben noch nie so Krach gehabt, dass wir nachher 2 Tage nicht telefoniert haben. Ja. Aber unser näheres Umfeld sagt mir, telefonieren wie ein altes Ehepaar. Bitte? Wo haben wir uns kennengelernt? Wo wir uns kennengelernt haben, das war, als ich Victor das Spätprogramm gemacht habe, haben wir erfahren, dass es einen jungen Nachwuchskomiker gibt, der Peter Bichsel gut imitieren kann. Und dann haben wir eine Nummer geschrieben mit dem Peter Bichsel drin. Und dann haben wir den Mike angefragt und der Mike ist gekommen. Und ist das dein erster Fernsehauftritt eigentlich? Oder? Ich glaube es. Sendung, ja.
Er war sehr nervös. Er war zwei. Ja, sehr nervös und da noch überhaupt noch nicht arrogant, sondern sehr dankbar auch. Ich bin froh, dass ich ihn auch in dieser Phase noch erlebt habe. Ist er dann nachher, seit er da den Bestatter macht, ist er ja. Oder? Meine. Früher hat er mir noch erzählt, er hat mich als Verdingkind aus einem Kohlenbergwerk Was? In einem Kohlenbergwerk hätte man dich gar nicht rausgebracht. Ja. Gut, ich glaube. Gut, das ist doch wunderbar. Vielen Dank. Das sind jetzt wunderbare Fragen gewesen, die das Acting Confidence Retrieval and Recipient Sensibility Training wirklich schön abgerundet haben. Und also ich muss schon immer wieder feststellen, dass immer erst ein wirklich gutes Publikum so im Dialog, in der Interaktion mit den Künstlern, es den Künstlern auch ermöglicht, dass sie ihre Performance auf ein höheres Niveau aufheben. Niveau? Also ich meine, bei allem Respekt. Aber wo siehst du da ein höheres Niveau? Es ist einfach Aktion, Reaktion. Niveau, nichts. Substanz, nicht vorhanden. Weißt du, Dominik, du hast es ja vielleicht noch nötig, dich auf so eine billige Art und Weise am Publikum anzubiedern. Aber wir... Müssen das nicht? Wir haben das früher auch gemacht und Publikum in den Arsch gekrochen. So, jetzt kommen wir wieder ein bisschen oben runter. Nein, bleiben wir doch gerade bei dem. Was ist denn grundsätzlich so einem Publikum so grossartig? Außer dass sie ein bisschen da sitzen und sich bedienen lassen. Das Publikum ist sich einfach gewöhnt, dass da oben ein paar Tanzbären irgendetwas vorführen zur allgemeinen Belustigung. Aber das Publikum hat nicht das geringste Interesse, an dieser beschissenen, einseitigen Situation etwas zu ändern. Und da fragen wir uns natürlich schon, haben wir das nötig? Natürlich, ich meine, wenn man wie Sie immer auf der richtigen Seite sitzt, dann ist man natürlich auch nicht daran interessiert, an dieser beschissenen Situation irgendetwas zu ändern. Euch ist wahrscheinlich ein bisschen zu wohl in eurer Bubble. So, Victor, komm. Immerhin haben die Leute Eintritt gezahlt. Ah ja, Geld. Mit Geld kann man ja alles lösen. Ja, meine Damen und Herren, auch wieder ganz eine klassische Reaktion auf meine Therapie. Immer kurz bevor sie durchschlägt, kommen diese heftigen Emotionen... Ah, du wolltest Victor seine Reaktion psychologisieren, hä? Wieso analysierst du nicht mal die Reaktion von diesen Hunden? Ich bin nicht sicher, wer hier mehr Defizit hat. Ob die hier unten oder mir da oben? Ja, aber sie hat natürlich auch ihre Probleme. Weißt, sie fragen sich jetzt natürlich, oh, wie lange geht es echt noch? Oh, findet mir echt unseren Mantel in der Garderobe? Fahrt echt nur eine S-Bahn? Oh, wo haben wir auch unser Auto parkiert? Ich meine, eure Probleme will ich ja haben. Habt ihr das Gefühl, der ökonomische Druck, den ihr alle in euren Köpfen habt, das spüre ich mir hier oben nicht? Hä? Die können nicht einfach alles bei uns abladen! Das belastet uns! Schau dir mal den Victor an! Hey, Moment mal, wieso soll ich jetzt mich anschauen, warum? Ja, weil du älter bist, das ist ja logisch! Ach, nur weil ich. Moment! Merkt ihr, was jetzt hier abgeht? Hä? Merkt ihr das? Wegen euch können wir jetzt krachen! Ja! Ohne euch und eure permanente Spalterei wären wir jetzt beste Freunde! Aber schau's mal an, sie finden es ja noch lustig! Sie laben sich daran, wie es uns schlechter und schlechter geht. Ihr seid für mich nicht ein Zuschauer. Von mir aus gesehen seid ihr Gaffer. Und zwar unterste Schublade. Und wenn da Ihnen irgendjemand eine Therapie nötig hat, dann sind das ihr und wisst ihr was? Macht ihr doch zuerst mal eure Lizenz als Publikum. Ich habe keine Ahnung, warum das Sie jetzt applaudieren. Aber ist mir schon klar, wonach das jetzt aussieht. Nach gescheiterter Therapie. Aber glauben Sie mir, es ist genau das Gegenteil. Jetzt müssen wir einfach noch mal einen Moment Geduld haben und warten. Und der Dani spielt uns noch eins. Nein. Ja, ich bin ja nicht der Pausenfüller da. Also. Ja, das geht jetzt nicht lang. Wir wissen doch beide, was kommt. Komm.
für das Wort Gaffer. Wird er sich entschuldigen? Sie haben gemerkt, Sie sind uns als Publikum nicht egal. Ja, was sich liebt, das neckt sich. Wenn so ein Ausbruch zeigt ja nur, wie intensiv der auf uns wirkt. In diesem Sinn wären wir ja nichts ohne euch. Weil alles, was wir je erreicht haben, verdanken wir euch. Auch in den schwersten Zeiten, wo wir an uns zweifelt haben, wo wir in den Medien so ungerecht kritisiert worden sind. Von dem Arschloch. Ja, genau. Haben wir immer auf eure Treue können zählen. So eine Treue habe ich in meinen persönlichen Beziehungen nie erlebt. Und darum noch mal etwas, und das meine ich jetzt ganz, ganz ehrlich. Das ist das beste Buch. Das weiss ich dank selber. Ihr seid das beste Publikum, das wir je hatten. Und darum danke. Danke von ganzem Herzen. Danke. Das gibt ein Privalo. Ja, meine Damen und Herren, ein schöner Moment. Das ist Acting Confidence Retrieval and Recipient Sensibility Training at its best. Und das Fazit? La, 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 la. Für euch das Fazit reimen. Eure Demut, die ist wichtig, sonst ist meine Arbeit nichtig. Die Therapie hat bei euch voll angeschlagen. Ihr könnt zurück auf die Bühne wagen. La la la, 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 la. Du musst dein Solo-Programm nicht kübeln, aber solltest noch etwas am Text rumgrübeln. Auch wenn du das Gefühl hast, dass ich es gäle. Vom Ei, was könnte noch fehlen? In das Stück muss noch eine Rolle rein. Mit viel Text für die Maschine. Nur am Jura-Südfuss. Spielst du zum Beispiel in Zürich, gibt es einen Geldbuss. Und du, Viktor, du darfst auftreten, ganz ohne Auflage. Aber nur auf dem Dani seiner inner-ausserrodischen Minigolf-Anlage. Deine Lizenz für Bühnenstück gilt nur im Theater, wo der Mike spielt. Und er sich am Schluss kann zeigen, darfst du dich neben ihm verbeugen. Und alles, was du brauchst, an deiner Seite ist ein Dalmatiner. La, 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 la. Hey Dani, wenn wir ein Duo gründen, Spinnchenart.